Amen. So, atemlos in die Nacht. Nein, nicht Helene Fischer, sondern guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe nämlich was Wichtiges vergessen. Es geht heute um den Mond, um den 50. Jahrestag der Mondlandung. Am 21. Juli 1969 hat der erste Mensch den Mond betreten, Neil Armstrong. Es geht aber nicht nur um dieses Ereignis, sondern wir wollen heute auch ein bisschen diskutieren über den Mythos Mond. Warum wollte der Mensch immer auf den Mond fliegen und so am Mond stehen? Beziehungsweise, das ist eigentlich das Sujet aus dem Karikaturmuseum Krems. Genau. Das heißt, man hat die Wissenschaft und man hat die Technikgeschichte eigentlich nicht trennen können, auch von ein bisschen Kulturgeschichte. Wir werden auch reden über den Kampf um den Mond, weil ja doch die Raumfahrt, die bemannte Raumfahrt in den 50er und später in den 60er und 70er Jahren doch sehr geprägt war vom Kampf zwischen USA und Sowjetunion. Es ist um den Kalten Krieg gegangen. Und wir stellen natürlich auch die Frage, die Sie sich wahrscheinlich auch einmal gestellt haben, und die der Herr Freistetter, nehme ich an, pro Woche 20 Mal gestellt bekommt: Gibt es ein Leben da draußen? Ich nehme an, das ist die meistgestellte Frage, die Sie so hören können. Es gehört mit zu den meistgestellten Fragen. Also es gibt ein paar Fragen, die immer wieder gestellt werden über das Universum, und die ist jetzt nicht unbedingt die meistgestellte, aber eine, die auf jeden Fall ganz vorne mit dabei ist. Gut. Wer die Bücher von Herrn Freistetter gelesen hat, wird merken, wer seine Blogs kennt, dass eigentlich in diesem Bereich alle Fragen erlaubt sind. Es gibt keine, und als Journalist hat man da manchmal Bedenken, dass man sagt, ist das nicht zu banal, ist das nicht zu blöd, ist das nicht zu einfach? Nein, auch Wissenschaftler stellen sich manchmal so einfach formulierte Fragen, auf die es eigentlich keine hundertprozentige Antwort auch gibt. Die einfachsten Fragen sind die, die am schwersten zu beantworten sind. Also gerade wenn es jetzt um diese Frage hier geht mit dem Flug zum Mond. Also das ist wirklich eine Frage, weil es ja auch um die kulturelle Sache ging. Also das ist eine Frage, die Mondlandung war ja nicht nur eine rein wissenschaftliche, technische Leistung, sondern eben auch tatsächlich etwas, eine große kulturelle, zivilisatorische Leistung, weil wenn man sich anschaut, wann Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, ob es außerhalb der Erde noch andere Welten gibt und ob man auf diesen Welten leben kann und ob man hin kann, dann fängt es eigentlich an mit den ersten Aufzeichnungen, die wir haben. Da haben die Menschen im antiken Griechenland vor über 2000 Jahren haben die darüber diskutiert, gibt es noch andere Welten, gibt es dort Leben auf diesen anderen Welten, und das hat uns quasi die gesamte Menschheitsgeschichte durchbeschäftigt. Also insofern ist der Flug zum Mond und die Landung dort eben nicht nur etwas, was man eben aus historischer Sicht, aus politischer Sicht betrachten muss, nicht aus wissenschaftlicher Sicht, sondern es ist eben auch etwas, was Kulturelles, was alle Menschen beschäftigt, weil das eben eine Frage ist, die immer schon alle beschäftigt hat. Historikern wird sehr oft die Frage gestellt, was waren denn so die wichtigsten Jahre im 20. Jahrhundert? Und sehr oft gibt es da die Antworten 1917, also Russland, 1945, Ende des Zweiten Weltkriegs, und 1989, als der Ostblock zerbrochen ist und das Europa an und für sich, also die Landkarte Europas, neu gezeichnet wurde. Kann man den 21. Juli 1969 so als jene Handvoll von Tagen im 20. Jahrhundert bezeichnen, von denen man sagen kann, ja, die waren wirklich wichtig. Das war ein Meilenstein in der Entwicklung der Technik, der Gesellschaft, der Visionengeschichte? Ja, sicher. Also die Mondlandung im Juli 1969 gehört sicher zu den Daten, die man im 20. Jahrhundert auf jeden Fall gespeichert hat und sich merken wird. Es ist tatsächlich auch eine Zäsur. Es ist ein kulturelles Ereignis gewesen, es ist natürlich ein wissenschaftliches Ereignis gewesen, es ist aber auch ein politisches Ereignis gewesen. Und es hat ja auch vom Timing her ganz gut gepasst, weil ja Anfang der 60er Jahre die USA gesagt haben, also eine Person von Kennedy, am Ende dieses Jahrzehnts wollen wir auf dem Mond sein. Und dass das wirklich realisiert worden ist, quasi 6 Monate bevor diese 60er Jahre zu Ende waren, war schon etwas, was mehr war als bloß, ist halt da passiert, sondern da ist sozusagen, das ist schon auch geplant gewesen.
Und es ist tatsächlich so, wenn man sich anschaut, was seither passiert ist und wie man damals prognostiziert hat, wie es weitergehen würde mit der Raumfahrt, dass mit dieser großen Euphorie zugleich einige Jahre später dann auch eine ziemliche Ernüchterung eintritt. Und was weniger Leute wissen, ist 1972 über der letzte Mann am Mond. Also das Ganze spielt sich ja innerhalb von 3 Jahren ab. Und seither war niemand mehr dort. Seither fragt man sich auch, wozu das noch. Seither konzentriert man sich auf den Mars, der noch viel schwerer zu erreichen wäre. Aber da hat schon die gesamte Anspannung nicht nur nachgelassen, sondern auch die Euphorie, nicht zuletzt durch die Welt, also durch die Erdölkrise 1973, aber auch Club of Rome, also die Konzentration auf den Planeten wieder, doch auch die Konzentration der Menschen nicht auf das Äußere, sondern wieder auf die Erde selbst sozusagen auch umgelenkt. Insofern ist das auch da eine sehr wichtige Zäsur. Eine persönliche Frage, Sie waren 1969 5 Jahre alt. Gibt es da noch Erinnerungen an den Juli 69? Naja, es vermischt sich natürlich. Also ich habe natürlich wahrscheinlich auch, wir hatten einen Fernseher zu Hause, also ich habe sicherlich diese Mondlandung irgendwie mitbekommen, aber nachdem wir die folgenden Jahre auch noch immer wieder diese große Show auf dem Fernsehschirm zu bewundern war, war es für mich natürlich auch ein Ereignis, dass ich mich gut erinnere, wobei ich mich weniger an die eigentlichen Ereignisse am Mond erinnere, sondern eher an dieses ganze Drumherum, dieses riesige Brimborium, diese Hallen mit tausenden Menschen, die vor Schirmen gesessen sind, wo mir schon unerklärt wird, was das für Schirme sind, was dort zu sehen ist, was dort berechnet werden soll, was dort passiert. Die Aufregung, es gab ja nationale Fernsehstudios überall, auch in Österreich. Auch Österreich hatte ja seine Weltraumstudios, da waren immer auch eine Handvoll Leute, die immer wieder gekommen sind bei diesen Mondlandungen, die immer wieder als Experten für Raumfahrt gegolten haben, echt genauso aufgeregt wie die Amerikaner. Und also es war schon ein globales Ereignis. Man hat natürlich nicht gesehen, jenseits des Eisernen Vorhangs, dass das Ganze als viel nüchterner, wenn überhaupt, betrachtet worden ist oder man dort das ganz stark heruntergespielt hat. Aber man hat schon den Eindruck gehabt, wirklich einem weltgeschichtlichen Ereignis beizuwohnen. Und daran erinnere ich mich schon gut. Ja. Herr Freistetter, Sie sind Jahrgang 1977, also Sie kann ich nicht fragen, erinnert Sie sich an das Jahr, aber zumindest hat es natürlich auch Berichte und auch Fernsehberichte gegeben in den Jahrzehnten danach. Also wenn Sie im Buben oder im jugendlichen Alter waren, war es natürlich nicht mehr so stark und nicht mehr eine solche Medienpräsenz, was die bemannte Raumfahrt betrifft, aber trotzdem, man hat es mitbekommen. Ja, vielleicht, also ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich an große Raumfahrtereignisse erinnern in meiner Jugend, die mich geprägt haben, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ein bisschen untypisch zu meiner Karriere gekommen bin, die ich habe. Also erstens mal ist Astronomie und Raumfahrt, das spielt sich zweites in der gleichen Gegend ab, aber es sind schon noch unterschiedliche Sachen. Also als Astronom hat man mit Raumfahrt meistens jetzt nicht direkt was zu tun, also viele Instrumente von uns fliegen da oben rum, aber also Astronauten und Astronomen sind schon unterschiedliche Sachen. Aber auch Astrologen. Das sind wieder, ja, die sind, das ist schon wieder ein ganz anderer Raum, also wo die sich aufhalten. Ja. Aber als Astronom hat man natürlich einen Bezug zum Weltraum und zur Raumfahrt, aber jetzt, ich war jetzt keiner dieser typischen Kinder, die sich schon als Kind für den Weltraum interessiert haben und unbedingt mal Astronaut werden wollten und dann deswegen Astronomie studiert haben. Also ich habe mich erst mit 17, 18 dazu entschieden, Astronomie zu studieren. Also ich habe früher als Kind diesen Bezug nicht wirklich gehabt zum Weltraum. Das einzige Ereignis, wo ich mich erinnern kann, das war das, wo vermutlich dann auch alle hier sich daran erinnern können, das war wieder der erste und bis jetzt einzige Österreicher ins All geflogen ist. Das hat zufälligerweise gerade stattgefunden, als wir in der Schule Physikunterricht gehabt haben und das haben wir uns natürlich dann live im Schulunterricht angeschaut und das war quasi so das, wo ich mich noch erinnern kann, das habe ich wirklich live gesehen. Ansonsten die Raumfahrt an sich, also die Shuttles, Starts und so, das hat dann erst alles eigentlich, als ich dann schon Astronom war und als ich angefangen habe, eben über Wissenschaft zu vermitteln, mit Öffentlichkeitsarbeit mich zu beschäftigen, da habe ich natürlich diese Ereignisse dann wahrgenommen, genutzt, darüber gesprochen und so weiter. Aber davor war das eigentlich was mich kaum geprägt hat. Und insofern finde ich es immer interessant, mit Leuten zu reden, die in der Zeit eben gelebt haben, die in der Zeit quasi auch vielleicht gerade in der Alter waren, wo sie sich für einen Beruf entschieden haben, weil gerade das Mondprogramm, also die ganzen Jahre von
von 1962 bis 1969 und darüber hinaus, das hat ja damals wirklich eine ganze Generation geprägt, die dadurch zur Naturwissenschaft gekommen sind, die dadurch dann eben eher Physik, Mathematik, Technik irgendwas studiert haben. Also das hat dann noch wirklich ganz, ganz weit so Wellen geschlagen. Also es war nicht nur, dass eben da halt Leute zum Mond geflogen sind, sondern das war auch etwas, was ganz viele Menschen inspiriert hat, dann selbst sich mit Wissenschaft auf die eine oder andere Art zu beschäftigen. Und das hat vielleicht meiner Generation ein bisschen gefehlt, so ein Ereignis, so ein singuläres Ereignis, das uns alle quasi in irgendeine Richtung inspiriert hat. Also sowas hatten wir nicht. Franz Hieberg ist 1991 damals ins Weltall geflogen. Herr Kusenbauer, Sie sind Jahrgang 68. Echtes 68er Kind. Aber 1969 damals auch noch nicht vor dem Fernsehgerät gesessen, klarerweise. Woran können Sie sich erinnern an diesen Hype der bemannten Raumfahrt und Mondlandung? Also natürlich kann ich mich nicht erinnern mit einem Jahr, aber ich weiß noch ganz gut, wir hatten früher also eine Schalttafel mit verschiedenen Schaltern, also so ein technisches Überbleibsel von meinem Vater. Und das war für uns ganz lange eine Raumstation. Das haben wir jahrelang gespielt und meine Geschwister sind um 10 Jahre älter oder so. Das war schon immer ein großes Thema. Ja. Dann in der Kindheit natürlich. Ja. Jetzt kläre ich Sie auf, warum ich kurz weg musste und warum ich da atemlos zurückgestürzt bin. Ich bin Jahrgang 1959, also im Juli 1969 habe ich dann von der Volksschule ins Gymnasium im Mühlviertel gewechselt. Und das stammt nicht aus dieser Zeit, so eine Globerbierrolle, also eine abgewickelte. Ich war ein großer Raumfahrt-Fan, ich habe mir alles angeschaut, was damals gegeben hat. Natürlich um 4 Uhr in der Früh, die Mondlandung war im Juli 69 nicht, weil da hat der ORF halt, also nicht, glaube ich, nicht übertragen, beziehungsweise meine Großeltern haben gesagt, nein, das ist viel zu früh. Und ich habe mir damals sowas gebastelt. Das ist der Rumpf von einer Apollo-Kapsel. Mit Staniolpapier dann umwickelt. Und als Volksschüler kannst du ja nicht ausrechnen, dieses pyramidenartige Ding, die Kapsel, die ja auch eine bestimmte Relation zum Körper gehabt hat. Und da hinten war der Raketenantrieb. Wie rechnet man das aus, dass die richtige Höhe hat? Zum Glück hat es der ältere Sohn der Nachbarin, der schon die dritte Klasse gegangen, der hat mir das ausgerechnet und dann habe ich das zuschneiden können, dann alles beklebt und dann habe ich meine Apollo 11 gehabt. Ja, das wo ist die meine? Die fliegt noch immer, glaube ich, der Runde. Ich könnte sie heute schon noch nachbauen, aber ich glaube, ich bräuchte vielleicht deine Unterstützung, dass man das ausrechnen kann, wie hoch das ist. Also ich glaube, da habe ich in der Schule nicht ganz so aufgepasst. So, ich räume das wieder weg. Also das sind so meine. Das heißt aber für sich, wer damals in einem bestimmten Lebensalter war, hat natürlich diese Euphorie mitbekommen. Und natürlich bin ich dann damals auch vor dem Fernsehgerät gesessen als 10-Jähriger und war aber ganz fasziniert, wie kann der andere in den USA arbeiten, Werner von Braun, also ein Deutscher, der die Raketen entwickelt hat. Später kommt darauf, dass der Nazi war und der die V2 für die Nazis gebaut hat und für Hitler. Und dass halt die Amis schneller waren, wie sie um den Werner von Braun gegangen ist, schneller als die Sowjets. Natürlich war, wie Sie es angesprochen haben, das Studio, der berühmte Peter Lidetzky, der dann immer im Fernsehen zu Wort gekommen ist, wenn der Eduard Zimmermann gesagt hat, wir schalten jetzt nach Wien, haben schon die bösen Gangster gefasst oder so, der Aktenzeichen XY. Und der berühmte Mondpichler, ein Arzt, der glaube ich vor nicht einmal 2 oder 3 Jahren verstorben ist, der den interessierten Zuschauerinnen und Zuschauern damals erklärt hat, was dein Körper vorgeht. Also das Blut geht nicht auf 100 Grad, das nicht, aber die Schwerelosigkeit, die beeinträchtigt natürlich auch das Denkvermögen und so. Und du siehst das 10-Jähriger vom Fernseher und denkst, boah, das möchte werden, aber wenn es vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Ja, Sie haben schon gesagt, es hat dann sechs Astronauten gegeben, die am Mond waren, nein, 12 Astronauten, die am Mond waren. 3 Jahre später war das zu Ende. Ich möchte ein bisschen so jetzt vom Ereignis ins Allgemeine, vom Ereignis der ersten Mondlandung ins Allgemeine kommen.
Der Mond hat für die Menschheit immer große Bedeutung gehabt. Da gibt es eine Mondgöttin, da gibt es einen ägyptischen Mondgott. Es gibt Autoren wie H.G. Wells und Jules Verne, die über die Eroberung des Mondes geschrieben haben. Der Mond ist besungen worden von David Bowie, genauso wie Frank Sinatra. Was macht eigentlich diese Faszination des Mondes aus? Weil wir ihn tagtäglich sehen, weil wir glauben, er ist so nah, weil er sich verändert, weil ich das anstrebe, was unbekannt ist, was scheinbar unerreichbar ist? Ich glaube, das sind alles gute Gründe, die eine Rolle gespielt haben, aber ich bin jetzt kein Historiker, der das irgendwie jetzt genau im Detail erklären kann, wie die Menschen damals zu ihren Vorstellungen über den Mond gekommen sind. Aber natürlich, der Mond ist, abgesehen von der Sonne, der Himmelskörper, den man wirklich kaum übersehen kann. Also der fällt einem schon auf, wenn er da draußen steht. Und es fällt einem auch auf, dass es der einzige Himmelskörper ist, der sich wirklich halt sichtbar deutlich verändert und auch auf regelmäßige Art und Weise verändert. Das heißt, es gibt heute wirklich jede Menge Erkenntnisse, dass man schon in der Bronzezeit und vielleicht schon auch schon davor wirklich den Mond halt genutzt hat als Zeitgeber, weil das ist ja heute auch für uns nicht mehr so nachvollziehbar, wie es ist, ohne eine allgemeine Zeit zu leben. Also wir haben alle eine Uhr, und wenn wir keine Uhr haben, dann kriegen wir die Uhrzeit ständig irgendwo gesagt, oder sie steht am Handy, steht am Computer. Also wir wissen immer, wie spät es ist, und wenn wir es gerade nicht wissen, wissen wir, dass wir es bald rausfinden können, genauso für einen Kalender, für ein Datum. Aber das früher gab es das nicht. Also da hat man sich wirklich auf das zurückgreifen müssen, was man sieht, auf die Dinge, die in der Natur existieren, die regelmäßig irgendwie ablaufen. Und das hat natürlich eine Bedeutung gehabt aus religiöser Sicht, wenn man halt irgendwelche Feste feiern wollte oder musste, Rituale abgehalten hat, wenn der Winter kommt, dass dann der Sommer wieder kommt. Man darf nicht vergessen, dass die Welt damals viel, viel mythischer, mythologischer war. Heute ist klar, wir haben die Wissenschaft, aber wir müssen nicht groß nachdenken. Also wenn jetzt irgendwie der Blitz einschlägt oder wenn irgendwie der Winter kommt, dann machen wir uns keine Sorgen, dass irgendwie ein Gott böse auf uns ist und irgendwie einen Blitz runterschleudert. Oder wir machen uns keine Sorgen, dass der Sommer vielleicht nicht mehr kommen könnte. Das wissen wir alles. Aber damals war eben die Mythen, die Religion, die Rituale, das waren die Dinge, die man gemacht hat, weil man noch keine Wissenschaft gehabt hat. Das war die Wissenschaft damals. Also die Welt war quasi, es gab keine, die Sterne, das waren alles, der Blick auf die Sterne war ein Blick, der halt komplett mythologisch war. Also das waren alles Dinge, die irgendwie ein bisschen, wo eine Motivation dahinter gesteckt hat. Also die haben alle einen Zweck gehabt, diese Dinge. Und wenn man dann eben so ein Ding hat wie den Mond, der sich ständig verändert, dann steckt man natürlich auch Bedeutung rein. Und die Bedeutung hat dann natürlich nicht aufgehört, hat sich gewandelt. Also sobald man erkannt hat, dass der Mond tatsächlich ein normaler Himmelskörper ist, mit Galileo Galilei, der dann da ein Teleskop hingeschaut hat, Berge gesehen hat auf dem Mond, Strukturen gesehen hat, sobald man gesehen hat, es ist eine eigene Welt, dann hat man natürlich überlegt, wie kommt man dahin? Und schon Kepler hat das erste Science-Fiction-Buch geschrieben, hat eine Reise zum Mond beschrieben. Das ganze die Jahrhunderte danach hat es halt gegeben, die Bücher geschrieben haben über den Mond. Und irgendwann ist halt dieses kollektive, menschheitliche Wunschbild, dass da ist eine Welt, und wenn da immer eine Welt ist, dann wollen wir da irgendwo auch hin. Also wir haben noch nie irgendwo was ausgelassen, wo wir hingehen können. Wir waren auf den höchsten Bergen, wir waren irgendwie am tiefsten Punkt des Ozeans, wir waren auf sämtlichen Nordpol, Südpol, überall, wo was ist, wo man hingehen kann, waren wir bis jetzt. Und der Mond war halt der weiteste Schritt, und die anderen Schritte, der Mars war schon angesprochen, da wissen wir auch, das ist ein Ort, da kann man potenziell hingehen. Und wenn man das kann, dann werden wir es immer früher oder später tun. Das liegt eben in unserer Natur, dass wir irgendwie das fremde Welten uns anziehen. Ab wann ist denn dieser Wunsch, den Mond zu erobern, unter Anführungszeichen, zumindest zum Mond zu reisen, wie Jules Verne geschrieben hat, konkreter geworden? Da bin ich, glaube ich, ein bisschen überfragt, und da müsste jetzt die ganze Historie, die ganze historische Literatur habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber vermutlich, wie gesagt, also der Erste, der eine Reise zum Mond beschrieben hat, das war schon Johannes Kepler im Anfang des 17. Jahrhunderts, und da war natürlich die Reise noch, das war noch mythologisch motiviert, also man hat sich da eben durch den komischen Geist, glaube ich, ist er zum Mond gebracht worden. Später haben sich Leute überlegt, da ist es schon ein bisschen wissenschaftlicher geworden, so, da sind dann Leute von Vögeln nach oben gezogen worden und dann mit Ballonen nach oben geflogen, weil natürlich die Forschungen vom Weltraum gefehlt haben, aber ich glaube, sobald klar war, im Anfang des 17. Jahrhunderts, 1609, Galileo Galilei hat das erste Mal ein Teleskop gesehen. Das ist nicht einfach nur, wie es früher geheißen hat, irgendwie ein perfekter Himmelskörper, der so wie die Sonne wirklich halt so das quasi so göttliche, perfekte Symbole, sondern es ist eine Welt, da gibt es Berge, da gibt es Strukturen. Und das war der Moment im Wesentlichen, wo die Leute dann angefangen haben, von da an kontinuierlich Geschichten zu schreiben, dass sie zum Mond reisen. Und wenn die Leute Geschichten schreiben, dann haben sie sicherlich auch die Vorstellung, dass man es will.
Und ich glaube, das hat wirklich mit dem Beginn der Wissenschaft, also mit dem 17. Jahrhundert, wo Galilei, Newton, Kepler quasi die moderne Wissenschaft gegründet haben, das würde mich nicht wundern, wenn man das, was ja auch dann in der Literatur nachweisen kann, dass das der Punkt ist, wo man konkret den Wunsch gehabt hat, wir wollen jetzt dahin. Die Eroberung des Weltraums, die Reise zum Mond, die Fahrt zum Mond, findet sich ja auch in der Science-Fiction-Literatur sehr früh und sehr häufig. Und Gottfried Umfelbauer ist auch Kurator der Ausstellung, nicht nur Direktor des Karikaturmuseums in Krems, sondern auch Kurator der vor kurzem eröffneten Ausstellung Wettlauf zum Mond, die fantastische Welt der Science-Fiction. Also da sieht man nicht nur die Maus, die hofft, dass der Mond aus Käse besteht, weil damit gelb ist der Mond. Sondern da gibt es auch schon Tim und Struppi-Bände, zum Beispiel aus den 50er Jahren, wo die beiden am Mond oben sind. Ja, natürlich. Also das ist immer ein sehr großes Thema. Und man spricht eigentlich vom ersten beschriebenen Literaturbuch oder von dem ersten Buch, wo diese Mondfahrt beschrieben ist, von Lukian, 170 Jahre nach Christus. Und der beschreibt das ganz interessant, die sind technisch, haben sie da die Himmelsstürme genutzt, also sind da wieder ein Schiff, haben sie sich hinaufgeschraubt zu dem Mond, in das Weltall führen, oder Bergerac hat natürlich auch darüber geschrieben, und auch, der hat auch ganz klar darüber geschrieben, welche Menschen dort leben, welche Lebewesen dort leben, also die Faszination war immer groß. Bei unserer Ausstellung Wettlauf zum Mond geht es um zwei Dinge, einerseits natürlich ein historischer Abriss, um das zu zeigen, dass eigentlich die Mondlandung ja sozusagen eine Art Spin-off oder ein Nebenprodukt war vom Wettrüsten. Es ist ja eigentlich darum gegangen, dass eben Werner von Braun eben diese V2-Vergeltungswaffe geplant hat am Ende des Zweiten Weltkrieges, und diese Pläne wollten eben die Amerikaner und die Sowjetunion eben für sich haben. Werner von Braun ist dann zu den Amerikanern übergewechselt, und diese Geschichte wird erzählt, auch in Karikaturen sozusagen gezeigt, dass das eben wirklich ein Wettlauf war, mehr wie man sich militärisch also dieses Thema auch annehmen kann. Und es ist eigentlich immer darum gegangen, dass man eben möglichst starke Raketen bauen konnte. Ja, dass man eigentlich, wollten die nicht unbedingt zum Mond, diese Militärs, sondern das Nebenprodukt dort ist, dass man einfach immer größere Raketen gebaut hat. Und naja, geschafft hat das dann eben das Apollo 11-Programm. Aber das Interessante ist halt wirklich das, dass das halt bis heute eigentlich das Thema nach wie vor ganz groß ist. Weil der Trump hat vor ein paar Monaten noch gesprochen von der Weltraumarmee, und der Putin hat davon gesprochen, dass er jetzt wirklich so große Interkontinentalraketen gebaut hat, dass die kein Schutzschild mehr aufhalten kann, und das ist eigentlich die logische Weiterführung von diesem Wettlauf, der 45 begonnen hat, im 69 dann diesen Menschen auf den Mond gebracht hat, aber bis heute andauert diese Entwicklung. Also da geht es darum, dass wir zwar was Historisches erklären, aber eben auch sagen, aktuell ist dieses Thema ganz, ganz groß. Das Zweite in der Ausstellung ist eben diese Faszination für Science Fiction. Du hast Tim und Struppi angesprochen, im Comic ist das ein großes Thema. Unser Hauptthema ist natürlich eher Perry Rhodan. Das ist ja, was man mittlerweile weiß, die längst fortgeschriebene Geschichte der Science-Fiction-Literatur. Das ist auch sehr interessant. Wir haben nämlich begonnen, 1961 hat man mit Perry Rhodan begonnen mit dem Abenteuer. Man wollte nur 30 Folgen beschreiben, nur 30 Folgen, 30 Bände schreiben, jede Woche. Man hat gedacht, mit 30 Bänden wird sich das dann irgendwie auslaufen oder so. Mittlerweile wissen wir, seit 1961 wird der Band noch immer vorgeschrieben, also die längste Science-Fiction-Geschichte. 3000 Bände sind wir jetzt, also man kann das jetzt nie, man hat nie eine Unterbrechung gehabt, man wirklich jede Woche geliefert. Gibt es einige Autoren, einige Zeichner, Illustratoren, und wir zeigen eben diese Originale von diesem großartigen Johnny Brook, das ist der diesen Perry Rhodan, Commander Perry Rhodan gezeichnet hat. Lustigerweise stammt dieses Bild eigentlich, man sieht es von Johnny Brook, hat Anleihen vom Foto, wo er den Lindbergh nachgezeichnet hat, und man kann sogar noch diese Lederkappe noch finden im Bild. Und das andere war wieder eine Anleihe nach anderen Science-Fiction-Motiven. Aber eben diese Faszination zu zeigen, es braucht diese Träume, diese Visionäre, dass es dann wiederum diese Techniker gibt und diese Naturwissenschaftler und Wissenschaftler gibt, die das dann vielleicht Jahrhunderte danach
eben auch wirklich wahr werden lassen. Hat einer der Herren, der drei Herren, Perry Rhodan gelesen? Ich habe mal angefangen und dann ist man, wie ist man zur Fahrt geworden? Es ist südwärtig und ketzerisch jetzt hier, aber es hat in der langen Serie schwierig zu wissen, wo man jetzt einsteigt. Aber das, ich habe mit denen aus den 60er Jahren angefangen und das war halt, ja, ist jetzt nicht wirklich ganz so perfekt gealtert, wie es hätte können. Und dann am Schluss hat mich dann das war nicht die Art von Science Fiction, die jetzt so fasziniert, ich war ein bisschen. Der Perioden ist einfach zu perfekt. Also da wird immer vor irgendwelche riesigen galaktischen Probleme gestellt, wo die ganze Universum vom Untergang bedroht ist und dann denkt er 5 Minuten nach und löst das große kosmische Rätsel und dann wird er irgendwie wieder noch unsterblicher zu forschen ist. Also das war mir alles immer erstmal ein bisschen zu perfekt. Also natürlich, das muss ich auch dazu sagen, ich habe nicht alle 3000 Bände gelesen, aber das Faszinierende sind wirklich diese Arbeiten, diese Illustrationen von den Aliens, von diesen Vorstellungen, die man eben hat und das alles in den 1960er Jahren, wo dieses Thema total aktuell war. Das Interessante ist ja bei diesen Science-Fiction-Zeichnungen, Illustrationen eben dieses Thema, dass man zur Vorstellung gehabt hat und man sagt ja, keine Utopie ist älter als die man gerade hat, wenn man da diese Funkgeräte und diese Bildempfänger anschaut, die dann in den 60er Jahren eigentlich eine Zukunft in tausenden Jahren beschreiben sollen, ja, haben die eigentlich alle ausgeschaut wie ein umgebauter Toaster oder so. Ja. Und das ist aber ganz toll, wenn man sieht, Aliens, verschiedene Welten, Planeten. Und ich habe mir das ist unglaublich. Also wir haben da auch in der Ausstellung, gibt es auch Baupläne in diesen Barry Rhodan und da gibt es Fans, die das nachbauen. Wir haben wirklich so ein Kugelraumschiff nachgebaut von Fans in einem unglaublichen Maßstab. Und also was wir zeigen, ist wirklich diese Faszination, aber eben auch, dass man diese Science Fiction auch kombiniert mit Wissenschaft und drum hat, dann haben wir auch einen wahnsinnig guten Berater mit dabei, der uns ein bisschen runterholt und sagt, okay, es gibt aber doch Themen, die in der Wissenschaft auch unglaublich interessant und groß sind, aber eben jetzt nicht nur ausgedacht sind oder nicht funktionieren. Ich noch kurz einen Einwurf zu machen, obwohl man das gut sehen kann, ist dieses Wechselspiel von Science Fiction und Wissenschaft. Also wieder in einer von den allerersten Periodenbänden, bevor ich dann aufgehört habe, da sind sie zur Venus geflogen, glaube ich. Ja? Und auf der Venus, das war ein Planet, also heute wissen wir, die Venus ist komplett lebensfeindlich, da hat es über 400 Grad, da kann kein Leben existieren, das ist wirklich einer der unangenehmsten Planeten, die wir haben in unserem System. Damals bei Perioden auf der Venus, da war es halt angenehm, es war ein bisschen so ein Tropenplanet, ja, so eine Dschungelwelt, schön warm, seltsame Tiere. Und das Ding, was wie das geschrieben worden ist damals, diese Serie im Anfang der 60er, war das noch etwas, was wissenschaftlich plausibel war? Weil damals, also es gab, zu der Zeit gab es das Sputnik, das ist ein bisschen rumgeflogen, sonst gab es keine Dinger im Weltall. Von der Erde aus, mit der Technik, konnte man nicht viel sehen. Das Einzige, was man gewusst hat, war, die Venus ist ungefähr so groß wie die Erde, ungefähr so schwer wie die Erde, ist ein bisschen näher an der Sonne dran als die Erde. Das heißt, da ist es vielleicht so wie auf der Erde, nur ein bisschen wärmer. Und das war etwas, was halt irgendwie, wenn man es jetzt so ein bisschen wissenschaftlich betrachtet, eben durch eine plausible Forschung, dass auf der Venus eben Bedingungen haben kann, wie auf der Erde. Wenn wir heute Planeten bei anderen Sternen untersuchen, Exoplaneten, dann reden wir immer von der habitablen Zone, also der Bereich um einen Stern herum, wo auf einem Planeten theoretisch lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten. Und wenn wir diese habitable Zone für die Sonne berechnen, liegt die Venus mittendrin. Also die Venus wäre ein Planet, wo theoretisch Leben existiert hätte können, aber halt aufgrund der atmosphärischen Besonderheiten hat die Venus einen gewaltigen Treibhauseffekt und deswegen sind die Bedingungen dazu extrem. Aber das haben wir erst gewusst, nachdem wir die Raumfahrt hatten und dorthin fliegen konnten und wirklich, sind ja auch Raumsonden auf der Venus gelandet dann. Ja. Das heißt, damals mit Perioden hat man den Stand der Wissenschaft genommen, auf der Venus könnte es Leben geben, hat es weitergesponnen, eben zu diesen Alienwelten, die man auf der Venus sich vorgestellt hat und später ist dann eben die Wissenschaft, die dann eben vermutlich die Raumfahrt eben auch durch die Science Fiction inspiriert worden ist, hat dann die Raumfahrt, die Science Fiction wieder korrigiert und dann vermutlich wieder auf eine neue Art inspiriert. Also dieses Wechselspiel, das findet ständig statt, dass die einen sind kreativ, alle sind kreativ, Wissenschaftler wie Autoren, aber die einen spekulieren halt viel wilder als die anderen, das inspiriert die konkret nachdenken und so wechselt das immer hin und her. Ja, wolltest du anmerken oder gleich? Fragen, naja, zum Thema Venus, Mars, also ich meine, das Faszinierende ist ja wirklich, also ab 69 und in den Jahren danach, also da wusste man ja schon recht Bescheid, dass es ziemlich heiß ist auf der Venus, aber es ist wirklich dieser Glaube, dieser Machbarkeit, ja, dass eigentlich alles möglich ist,
Und selbst wenn man gewusst hat, dass der 300, 400 Grad hat, und es herrschte damals so ein bisschen die Arbeitsteilung, dass man gesagt hat, die UdSSR tendiert zu Venus und die USA zu Mars. Und man hat, was ich trotzdem sehr gut vorgestellt, naja, die werden jetzt mit Sonnen dorthin fahren und so, aber früher oder später, und das wird wahrscheinlich in den 80er Jahren sein, wir reden jetzt von der Perspektive 1970, wird man dann auf jeden Fall im Mars sein, wird wahrscheinlich in den 80er Jahren ein neues Wettrennen geben zum Mars, und dann in der Zeit könnte es ja sein, dass die UdSSR früher auf der Venus ist und der Amerikaner am Mars. Ja. Das heißt, man hat schon wissenschaftlich die Kenntnisse gehabt und trotzdem ist man davon ausgegangen, dass man das irgendwie hinkriegt. Ja. Und das ist das Verblüffende an dieser enormen Euphorie, die natürlich 1969 bestätigt geworden ist, die vorher schon da war, die sich in diesen Romanen ausgetobt hat, aber die auch von der Wissenschaft nicht halt gemacht hat. Ja, weil viele von diesen Büchern, also ich habe mir so angeschaut, so eben alle vor 1974, also vor dieser großen Ernüchterung, sind ja schon auch von Wissenschaftlern geschrieben worden, wie Robert Brenner, ein österreichischer Physiker, ja, die haben alle Ahnung gehabt davon. Ja. Das andere ist von wegen dieser Geschichte mit dem Militärischen, also da finde ich dann schon interessant, das war nicht immer die einzige Perspektive. Also wenn man sich Jules Verne anschaut, bei Jules Verne sind die mondreisenden Touristen, also die fahren halt einmal zum Mittelpunkt der Erde, dann fahren sie, was weiß ich, irgendwelche unter Wasser oder so mit der Nautilus, oder, aber immer sozusagen im Anzug und als Gentleman unterwegs, ja, 80 Tage um die Welt und so, und dann fährt man halt einmal zum Mond. Ja. Und auch da gibt es noch in den 50ern viele Fantasien, wo die Leute in Zivilkleidung mehr oder weniger im Raumschiff sitzen und ganz normal rausfahren. Ne. Das heißt, das Militärische taucht auf, natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg und natürlich mit der Notwendigkeit, Technologien zu entwickeln, die man quasi als Privater nicht mehr entwickeln konnte. Dazu hat man wirklich mächtige Staaten, mächtige Ressourcen, irrsinnig viel Geld und irrsinnig viel Energie gebraucht. Aber selbst da noch ist die Geschichte immer so eine wechselseitige. Also 1958 etwa gibt es einen Weltraumexperten, übrigens auch österreichischen Ursprungs, ein gewisser Eugen Schäfer, glaube ich, heißt er, der sagt, wer den Weltfrieden will, muss die Raumfahrt wollen. Denn in der Raumfahrt können die beiden Supermächte zeigen, was sie können, und damit sind sie abgelenkt davon, sich auf der Erde irgendwie zu bekämpfen. Und das war schon auch eine Denke, die sich auch durchgezogen hat. 70er Jahre, diese große Aktion, an die ich mich schon auch noch erinnern kann, ja, dass sich Apollo und Soyuz gemeinsam treffen, das war schon so ein Signal, wo man gedacht hat, naja, jetzt gehen die beiden Supermächte aufeinander zu. Da gab es in den 80ern wieder das Weltraumrennen mit Reagan etc., ja, wo man glaubte, der Weltraum wird wieder Kampfzone und so. Also es war ein Hin und Her eigentlich, ja, aber es war nicht ganz linear, sondern es war schon immer ein Wechselspiel. Also der Weltraum hatte schon immer auch das Potenzial oder war immer der Raum, wo man sich sehr wohl auch einen galaktischen Frieden oder ausdenken konnte. Oder China jetzt natürlich, dass die jetzt auf der Rückseite gelandet sind oder so, das sind schon Prestigeprojekte, die nach wie vor dieses Thema also einfach wieder aufnehmen, weil es doch etwas ganz Besonderes ist. Wann ist der Rap Science Fiction zur Realität geworden? Nach 1945, wie man gemerkt hat, hallo, der Kalte Krieg zwischen Gut und Böse, zwischen Ost und West, zwischen USA und UdSSR oder dem Osten. Ist es da primär um, ganz einfach, Hugo Bortisch hat das bezeichnet als Friede durch Angst, wer mehr Panzer hat, wer mehr Divisionen hat, wer mehr Raketen hat, ist ganz einfach stärker. Und quasi die bemannte Raumfahrt und die Mondlandung war eigentlich nur ein Nebenprodukt. Naja, Realität geworden. Also das geht sicher schleifen ineinander über. Das Interessante ist ja, dass noch im 19. Jahrhundert war schon sehr viel vom Mond gewusst hat, alle davon ausgegangen sind, dass der bewohnt ist. Ja, also es gibt einen recht bedeutenden österreichischen Astronom, einen Littrow, ja, der einen Klassiker geschrieben hat über den Mond, und der ist bis in die 1960er Jahre noch aufgelegt worden, der hat allerdings sukzessive gekürzt, aber der noch in den 1860er, 70er in den Auflagen drinnen stehen hat, natürlich wohnen am Mond Menschen. Wir haben es bisher so lange gemeinsam ausgehalten im Weltraum, also wir werden es auch nicht bekriegen. Also er ist sehr neutral und sozusagen optimistisch davon ausgegangen, dass man sich auch mit diesem Mondbewohnern vertragen würde, und hatte dann eine Idee, also man könnte natürlich, wir werden nicht hinreisen können, also interessanterweise, obwohl schon in der Dampfmaschinenzeit, ja, also Jules Verne ein paar Jahrzehnte später, hat er sich nicht vorstellen können, dass man auf den Mond fährt. Aber hat sich gedacht, man könnte vielleicht herausfinden, ob diese Menschen, diese Lebewesen am Mond Intelligenz haben, indem man ihnen den Satz des
das geometrische Dreieck des Pythagoras aufzeichnet, irgendwo auf der Wüste, riesig. Ja? Und dann müssten die ja, weil das ist ja quasi das galaktische Symbol der Vernunft, darauf reagieren. Und man könnte auf die Weise quasi mit ihnen ins Gespräch kommen. Also das ist eine Idee, was dann in der Voyager, diesem Voyager-Projekt in den 70er Jahren auch versucht worden ist, diese Scheibe in den Weltall geschossen hat. Ja? Das heißt, da gab es immer unterschiedliche Vorstellungen. Ich glaube, die Schlüsselfrage, aber das weiß sicher der Florian Freistetter genauer, war tatsächlich natürlich, wie kann ich die Energie sozusagen so bündeln, dass ich ein Gefährt erzeuge, das darauf, dass die Leute einfach hinaufschießen. Ja, weil das Heraufschießen, das war gar nicht mal die allererste Idee. Also das war Tsiolkovsky, der, was ich hier so die Raketengrundgleichung und die Grundlage der Theorie entwickelt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts. Bevor er das gemacht hat, hat er die Weltausstellung in Paris besucht, wo der Eiffelturm stand. Und dieser Eiffelturm hat ihn inspiriert dazu, zu sagen, okay, das ist ein wirklich hoher Turm. Und das war damals das höchste Gebäude der Welt, der Eiffelturm. Und hat auch damals wie heute extrem beeindruckend ausgeschaut, damals wahrscheinlich noch beeindruckender als heute. Und Tsiolkovsky hat sich gedacht, es wäre doch vielleicht cool, wenn man einen Turm hätte, der wirklich hoch geht, der bis in den Weltraum hinauf geht, weil dann könnte man einfach den Turm raufgehen und der im Weltraum. Ja? Und das klingt natürlich eine komplett absurde Idee, aber abgesehen davon, dass man, wenn man so viel Eisen auftreiben würde, was nicht geht, um einen Turm zu bauen, der so hoch ist, dann wäre das so schwer, dass das Ding dann immer mit dem eigenen Gewicht in der Erde versinkt. Also dass das nicht machbar war mit den damaligen Mitteln, war ihm schon klar, weswegen er dann andere Methoden gesucht hat. Aber diese Idee des Weltraumturms, die ist dann in den 1960er Jahren wieder aufgegriffen worden, wo man dann schon Satelliten hatte, die im Weltall geflogen sind, und sich gedacht hat, okay, wenn man jetzt quasi nichts von unten nach oben bauen kann, kann ich vielleicht zumindest was von oben nach unten lassen. Also ich könnte vom Satellit ein Seil nach unten lassen und dann halt dieses Seil quasi einen Fahrstuhl im Wesentlichen konstruieren. Und diese Idee ist dann in den Jahren darauf zum Konzept des Weltraumfahrstuhls ausgebaut worden, immer weiter ausgebaut. Heute wissen wir, dass das tatsächlich eine prinzipiell möglicher Weg in den Weltraum wäre, also wirklich mit so einem Weltraumfahrstuhl, den man sich jetzt nicht wie einen normalen Aufzug vorstellen darf. Ja. Aber das ist wirklich quasi so eine, nicht irgendwas mit ins Weltall schießen, wie es halt Werner sind auch wirklich wörtlich genommen, bei dem war das eine Kanone, also der Gun-Club, der sie ja getroffen hat, dem sind die Riesenpistole gebaut und sich quasi in der Kugel ins All geschossen. Das war doch so die Idee von Jules Verne. Und dann kam eben die bisschen intelligentere Idee von Tsiolkovsky, der gesagt hat, man muss das eben stufenweise machen. Das war ja die große Idee, dass man gesagt hat, mit einem Schlag kriegt man nicht alles ins All, weil nichts so viel Energie kriegt man nicht zusammen. Man muss das quasi stufenweise machen und immer das wegschmeißen, was gerade schon verbraucht ist, dass nur noch das letzte Teilchen quasi beschleunigt wird. Und so hat man es dann geschafft. Aber heute wissen wir, dass eben diese allererste Idee, dieser Weltraumfahrstuhl, eigentlich die viel, viel bessere Idee wäre. Weil das, wenn man mal die Kosten, quasi um das Ding zu bauen, aufgebracht hat, und die sind natürlich absolut enorm, diese Kosten, wenn man sowas bauen wollen würde. Aber wenn man das mal hat, dann ist die Reise in den Weltraum nicht mehr teurer, aufwendiger, dann kann man da wirklich einen Pendelverkehr einrichten, dann kann man wirklich einen großen Stil, dann können nicht länger, es waren ein paar 500 Leute oder sowas da und bis jetzt im Weltall, dann kann man tatsächlich Touristen haben, die ins Weltall fahren, weil dann ist die ganze Raumfahrt wesentlich ungefährlicher, wesentlich kostengünstiger. Aber das ist, wie gesagt, das ist eben momentan noch Science Fiction, zwar mit einer sehr wissenschaftlichen Grundlage, aber vielleicht ist genau das, wo dann Leute in 100 Jahren hier im Museum, wenn es das noch geben sollte, diskutieren über 100 Jahre, in der Weltraumlift, der erste Weltraumfahrstuhl ins Weltall gefahren ist, dann wird es da eine Diskussionsrunde geben, um wie die Science Fiction das beeinflusst hat. Und nur eine kleine Anmerkung von wegen Museum, das ist eine interessante Beobachtung oder eine Interpretation dieses Herrn Brenner, wie leben wir morgen, erschien im Jahr 1972, er beschreibt eine Lunar City am Mond, und eine der großen Attraktionen dieser Lunar City ist ein 10-stöckiges Raumfahrtmuseum. Also Museen gibt es auch im Weltall, also insofern mache ich mir auch um dieses Haus keine Sorgen, vielleicht nicht auf diesem Planeten, aber irgendwo wird es sicher weiter existieren. Aber wahrscheinlich in 100 Jahren werden manche über unsere Gedanken und Überlegungen und Ängste und Visionen schmunzeln. Das wird eher aufgezeichnet und damit muss ich das wahrscheinlich dann wirklich anschauen. Naja, Aufzeichnung ist gut, das ist auch ein Punkt, aber den erwähne ich dann später. Ich hätte noch eine Frage herab. Gottfried Gutzenbauer hat es gesagt, das ist eine Imagefrage, dass die Chinesen die ersten waren, die auf der Rückseite des Mondes gelandet sind. Wenn man sich anschaut, die Sowjetunion, der erste Satellit, der erste mit Gagarin, der erste bemannte Raumflug, die erste Frau im Weltall, Laika, der erste Hund,
das erste Objekt, das am Mond gelandet ist. Also die Sowjets haben eigentlich immer die Nase vorn gehabt, aber den ersten Schritt auf den Mond hat Neil Armstrong gemacht. War das dann auch, abgesehen vom Militärischen, eine Imagefrage, dass man sagt, wer ist eigentlich der Erste auf diesem Erdball? Ja, die Amerikaner haben das sicher zur Imagefrage gemacht. Also die Amerikaner haben überhaupt eine völlig andere Strategie gehabt, das war sicher auch ein Vorteil. Die Sowjets haben, also man sagt immer, Stalin hat das Ganze überhaupt nicht interessiert, also eine wirklich die rein militärische Dimension an dem Ganzen interessiert. Nach Stalin wäre das leichter möglich gewesen und bei Khrushchev sagt man auch, es hat ihn am Anfang auch nicht so interessiert und wäre erst mit Sputnik draufgekommen, was das für ein riesiger Propagandaeffekt haben könnte. Ich glaube, dass er schon auch früher gemerkt hat, da ist was dran. Allerdings haben sie immer die Strategie gefahren, dass sie sagen, wir entwickeln etwas im Verborgenen und dann sind wir mit einer Sensation da. Und das haben sie dann bis in die frühen 60er Jahre durchgezogen, während die Amerikaner, und das ist eine gewissermaßen riskante, aber zugleich dramaturgisch natürlich geniale Idee, gesagt haben, na, wir legen alles offen, wir zeigen den Menschen, wie wir daran arbeiten, wir zeigen jeden Zwischenschritt, man hatte schon vor, sich immer wieder vorbereiten und die ganzen Übungen und Trainings etc. wurden ja auch schon übertragen, waren ja auch schon sozusagen öffentlichkeitswirksam. Und damit das Ganze auch medial quasi zu begleiten und damit ist es tatsächlich auch ein Imageprojekt geworden. Dazu kommt, dass die Sowjets die militärischen und zivilen Aspekte der Raumfahrt nie getrennt haben. Man sagt, also man findet vieles von dem übrigens erst seit den 90er Jahren, seitdem man die Archive öffnet, kommt man drauf, was da wirklich gelaufen ist. Man hat auch vieles von diesen vielen Fehlschlägen auch nicht mitbekommen. Und die haben ja viel mehr riskiert. Die sind ja viel, mit viel weniger Sicherheit sozusagen auch in den Weltraum, im Weltraum unterwegs gewesen und vieles hat man eben erst seit den 90er Jahren entdeckt, was da alles daneben gegangen ist. Aber dass das dort eben nicht getrennt geworden ist, während 1958 mit der Gründung der NASA ist definitiv quasi eine zivile Behörde gegründet worden und das war sicher auch ein großer Vorteil. Und dann sagt man noch etwas, was ich jetzt aber nicht nachgeprüft habe, aber es hat einiges für sich, also man sagt auch, diese Ansage von Kennedy, 61, 62, wir müssen es bis Ende dieses Jahrzehnts schaffen, hätte also auch völlig neue Methoden in der Projektplanung hervorgerufen. Und man sagt immer wieder von dem, was heute modernes Projektmanagement ist, wäre wahnsinnig viel auch zu verdanken. Also diesen, wir müssen das jetzt in 7, 8 Jahren hinkriegen. Und da waren auf einmal die Amerikaner ganz, ganz vorn, aber sie hatten tatsächlich auch vor allem die viel, viel größeren finanziellen Ressourcen. Weil Sie das angesprochen haben, die Sowjets haben ja kaum etwas publiziert, die haben ja, wie Sie gesagt haben, Fehlschläge hat es natürlich offiziell nie gegeben. Die Amerikaner waren da viel offener, weil die Gemini-1-Mannschaft ist erstickt bei einem Training und das hat die ganze Welt gewusst. Ja. Daher war vielleicht auch bei den Amerikanern die Euphorie auch der Bevölkerung eine andere und das Wollen auch der Politik. Aber eben auch die Beteiligung der Bevölkerung, das Wissen der Bevölkerung, was da passieren könnte. Obwohl das die Koch ein Trick war eigentlich. Entschuldigung, ja. Ganz kurz, aber es ist eigentlich ganz interessant, also dass man wirklich die Amerikaner auch mobilisieren wollte. Den Werner von Braun, der war natürlich frustriert, weil die Russen immer schon vorne waren, immer ein paar Schritte voraus in diesem ganzen Wettlauf. Und den Werner von Braun war das ist einfach dabei frustriert, weil er die Gelder bekommen hat, die er gewollt hat von den Amis, dass er dieses Programm weiterführen kann. Und der hat was ganz Geniales gemacht, nämlich er ist zu Disney gegangen. Und hat dann mit diesen einen Film produziert, wo er genau zeigt, wie die Rakete am Mond fliegt. Und der hat dann richtig Marketing gemacht, kann man sagen. Und das war eigentlich der Grund, dass auf einmal die Amerikaner, die ganze Bevölkerung, wow, wir wollen auf den Mond. Man hat ein riesiges Business rundherum gebaut, man hat auf einmal alles verkaufen können. Flaggen, weiß ich nicht, Geschirr, alles Mögliche mit dem Mond ist losgegangen. Und dann haben die Militärs gesehen, aha, jetzt ist die Euphorie so groß, jetzt können wir wirklich die Millionen in diese Projekte, in diese Rüstungsprojekte reinstecken. Aber eigentlich war es ein ganz kluger Marketing-Trick von diesem Werner von Braun, dass er auch die Massen mobilisiert hat. War damals in den 50er, 60er Jahren Raumfahrt und Weltraumerforschung eigentlich nur etwas für die beiden Großmächte. Heute ist ja die Erforschung des Weltraums ein weltweites Business, unter Anführungszeichen, das sind ja österreichische Unternehmen. Forschungsinstitute genauso beteiligt wie Chinesen oder sonst. Ja, und eben noch auch Prestige, weil man, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen war auch diese Meldung, dass man
dass Israel in einem privaten Raumfahrtprogramm die Bibel auf den Mond bringen will. Ja, also es ist doch irgendwie noch immer so wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie darauf kommt, irgendwas mitnimmt. Und wir haben eigentlich eine eher despektierliche Karikatur von 57 in der Ausstellung, die ganz interessant ist. Und zwar sieht man da China und das Raumfahrtprogramm. Ja, und da steht eben, da sieht man so eine Wippe und da ist irgendwie so ein umgebauter Samovar und die Anschubkraft sollte von 700.000 Chinesen kommen, die da drauf springen und dann springt die Rakete in die Höhe. Also man hat das, es ist ganz interessant, dass man solche Karikaturen, auch eben wenn sie politisch nicht korrekt sind, einfach zu zeigen, weil es ein Zeitspiegel ist, wie man darüber gesprochen hat. Jetzt, wenn man dieses Programm ansieht, ist natürlich ganz anders, ist ganz klar, die haben jetzt eine ganz andere Technik und die werden auch ganz anders arbeiten, aber dieses Imageproblem oder diese Geschichte, dass man eben dadurch etwas ganz Besonderes machen kann, weil es eben jeder Mensch versteht, so Mond, und da wollen alle rauf irgendwie und wer schafft es? Ja? Und das jetzt, also es ist nach wie vor, diese Aktualität ist nach wie vor gegeben. Aber wieso, Herr Rappert schon angesprochen, wieso ist eigentlich nach 1972, und das sind jetzt genau 47 Jahre, von 1969 50 Jahre ist. Ich glaube, es ist einfach viel zu teuer. Warum fliegt man nicht mehr auf den Mond? Also ich glaube, dass der Hauptgrund ist sicherlich, weil es war ein Wettlauf zum Mond. Und der Wettlauf ist in dem Moment Fahrt, weil er gewonnen hat. Also das war etwas, was die beiden Sowjetunion und USA damals gemacht haben. Das war ja nicht nachhaltig im eigentlichen Sinn. Also das war nicht die Art und Weise, wenn man sich jetzt quasi vor ein leeres Blatt Papier setzt und plant, wie kommen wir zum Mond, wie machen wir das so, dass es quasi halt wirklich, dass wir da dauerhaft was machen können, all diese Stationen, die wir auf dem Mond, die Lunar Village und was sich alles vorgestellt hat, die Menschen, die auf dem Mond dauerhaft wohnen, wenn wir das erreichen wollen, wie machen wir das am vernünftigsten? Ja, wenn man das wirklich drei nach planen würde, würde man das vollkommen anders machen, als sie damals gemacht haben. Ja, es war ja wirklich, das einzige Ziel war, vor Ende des Jahrzehnts einen Menschen auf den Mond zu bringen und vor den Russen. Das war eben das einzige Ziel, um das es ging. Und da hat man irgendwie alles reingepulvert, wenn man sich anschaut hier, was man da für Ressourcen reingesteckt, um das zu erreichen. Weil das ist wirklich einerseits beeindruckend, andererseits absurd. Und das hat natürlich dann keine Grundlage mehr gehabt, wie dieses Ziel mal erreicht war. Ja? Dann war dieser Wettlauf vorbei und dann ist man halt dann doch noch mal raufgefahren, hat dann eben noch am Auto mitgenommen, alles, damit es dann wieder ein bisschen spektakulär wird. Aber eigentlich war da kein Druck mehr, das zu erreichen. Das, was man eigentlich erst, alles, was dann danach kam, ja, was wir jetzt in der Raumfahrt haben, das ist eigentlich das, wie man es eigentlich machen sollte, was halt dann nicht so spektakulär ist. Weil eigentlich müsste man anfangen, erstmal eine Raumstation machen, ja, was halt irgendwie dann nach dem Mondlandung passiert ist, da sind die ersten Raumstationen gebaut worden, ja, irgendwie von die Mir, jetzt die ISS. Und wenn man das mal hat, wenn man weiß, wie man in der unmittelbaren Umgebung der Erde sich aufhält, ja, wenn man wirklich lang genug erforscht hat, wie verhält sich der Mensch, also was passiert mit dem Menschen, wenn er außerhalb der Erde ist, wenn man das kann, dann kann man schon, okay, dann schauen wir, dass wir ein bisschen Infrastruktur hinbekommen. Ja. Also es ist wahnsinnig absurd, eine Rakete von der Erde zum Mond zu schicken. Also wenn man sich anschaut, diese Saturn-Raketen, die da losgeflogen sind, das waren absurd gewaltige Dinger und nur das kleinste, letzte Teil oben, wo die mit drei Menschen zusammengequetscht sind, das war das Einzige, was übrig geblieben ist. Das ist so, wie man irgendwie mit einem LKW und fünf Anhängern Sprit zum Einkaufen fährt und dann irgendwie mit einem Semmel nach Hause kommt und alles andere unterwegs wegschmeißt. Ja? Also es ist wirklich komplett nicht nachhaltig, das zu machen. Und es wäre viel, viel besser, wenn man quasi vom Weltall aus losfliegt, ja? Wenn man quasi sich ab in einer Raumstation dann irgendwie ein Fahrzeug hat, das quasi nur von Raumstation zum Mond und hin und her zurückpendelt. Dazu braucht man Strukturen, dann müsste man das machen, was jetzt auch die NASA und andere Agenturen machen, nämlich die Rohstoffe von den Asteroiden benutzen. Ja? Es gab in letzter Zeit ganz viele Missionen zu Asteroiden, wo auf Asteroiden gelandet wird, wo Material von Asteroiden zurückgebracht wird, wo untersucht wird, ob man die Umlaufbahn von Asteroiden ändern kann. Alles unter anderem mit dem die Rohstoffe, die da vorhanden sind, weil das sind alle Rohstoffe vorhanden, die man braucht für Raumfahrt, die irgendwie zu nutzen. Wenn man das hat, wenn man quasi im Weltall Infrastruktur und was bauen kann, dann kann man viel leichter Material zum Mond schaffen, kann am Mond was bauen, dann kann man dort dauerhaft sein, dann kann man von da zum Mars fliegen und so weiter. So Stück für Stück vorwärts tasten, wäre nicht die sinnvolle Variante und die absolut nicht sinnvolle Variante war halt die passiert ist, eben mit aller Kraft einen zum Mond bringen und das hat man geschafft und dann war es Fahrt und dann hat es halt keiner mehr, also es war nicht Fahrt, aber man hat nicht mehr die Möglichkeit gehabt, das Geld dafür aufzutreiben, das weiterzumachen, weil halt da in diesem politischen Wettstreit hat man noch die Möglichkeit gehabt, Geld zu kriegen dafür und dann halt nicht mehr. Aber es gab auch die Idee, dass man gerade den Mond nützt als Zwischenstation, also da hat ja glaube ich auch Werner von Braun daran gedacht.
Warum macht man das nicht? Natürlich, das ist ja etwas, was auch jetzt ganz viele, was halt immer noch auf den diversen Plänen stehen, halt eben den Mond irgendwie mal als Zwischenstation zu nutzen, weil man vom Mond natürlich der wesentlich geringere Anziehungskraft als die Erde, vom Mond kann man mit viel, viel simpleren Raketen losstarten, wenn man zum Mars will. Aber da hat man wieder schon, wir müssen zuerst einmal den Weg von der Erde zum Mond vernünftig machen. Also das, was vor 50 Jahren passiert ist, war natürlich der erste Schritt, aber der war halt nicht nachhaltig. Wir hätten quasi dort bleiben sollen. Und wir müssen es erstmal schaffen, auf dem Mond dauerhafte Strukturen zu errichten, um von dort dann zum Mars zu kommen. Und das wäre schon, das steht in vielen Plänen drin. Darum gibt es auch, es gibt von der die Europäische Weltraumagentur, die hat ja auch vor einigen Jahren ihr Konzept, eben, was sie auch wieder auf die alte Science Fiction zurückgreift, der Moon Village quasi gesagt, also wo halt verschiedene Länder, Organisationen, Raumfahrtagenturen zu all ihre eigenen Strukturen in so einem großen Komplex am Mond quasi errichten können. Also dieser Versuch ist eher das Problem, ist eben tatsächlich, dass man all diese Ideen da sind und auch prinzipiell funktionieren würden, aber man kann eben nicht mehr das Geld so leicht auftreiben dafür. Also damals im Kalten Krieg ging das noch, weil das eben natürlich auch erstens Propaganda war und zweitens Militärtechnologie war, für das hat man dann Geld bekommen können, aber für das gibt es jetzt keinen wirklichen Druck mehr. Und man muss halt mit dem auskommen, was die Länder halt den Wissenschaftlern geben, und das reicht halt nicht, dass man sowas vernünftig umsetzen kann. Sie haben gesagt, 1969 hat man den Wettlauf gewonnen, 1972 hat man, also dazwischen war einmal Houston, wir haben ein Problem. 1972 hat man dann gesagt, okay, was nun? Und ist so die 20, 30 Jahre nach diesem was nun irgendwie die Ausrichtung, wohin soll Weltraumforschung gehen, fehlgelaufen? Fehlgelaufen würde ich nicht sagen. Also es war natürlich, man hat halt Ansätze gehabt, wie halt zum Beispiel das Shuttle-Programm, also nach den Apollo-Missionen, denn das sind dann ja, werden noch irgendwie 3, 4 weitere Apollo-Missionen geplant gewesen, die dann abgesagt worden sind. Und dann hat man sich eben zumindest in den USA ganz auf das Shuttle-Programm konzentriert. Man hat sich gedacht, das ist quasi der nächste vernünftige Schritt. Wir machen ein Raumfahrzeug, das eben nicht komplett irgendwie weggeschmissen wird beim Flug, sondern das quasi wieder zurückkommen kann und diese Space Shuttles hat, wo man dann wirklich auch Fracht ins All bringen kann und so, was man dann auch gemacht hat. Also das Problem war nur, dass eben diese Shuttle nie so funktioniert hat, wie sie sich vorgestellt haben. Also es war aber viel zu teuer, als es eigentlich geplant worden ist. Deswegen ist dann jetzt auch wieder eingemottet worden ist, das Programm. Also es hat diese große eine Vision gefehlt, glaube ich, ja, die das sich alle stellen können. Es gab ganz viele Länder, also es hat dann, glaube ich, George Bush wollte dann seinen Raketenschutzschild machen, Clinton wollte wieder, glaube ich, hat wieder ein neues Mondprogramm ausgerufen, dann der nächste George Bush hat auch wieder ein Mars-Programm, dann hat irgendwie, ich glaube, Obama wollte wieder zum Mond und jetzt kommt wieder Trump mit dieser. Es ist halt, mittlerweile ist halt, es gibt halt jede Menge Ideen, aber keine, die wirklich dauerhaft verfolgt wird. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also die bei den Europäern genauso, die haben sie erstmal intern organisieren müssen, bis die ESA dann mal irgendwie da ist. Und das ist natürlich, wenn man so eine multinationale Organisation hat, dann kann man da auch viel weniger schnell agieren. Russland hat mit sich selbst zu tun gehabt danach, und es ist halt China, also im Wesentlichen die da. Die haben halt die politischen Strukturen, die jetzt aus demokratischer Sicht nicht so optimal sind und eigentlich nicht gut heißen und tue ich auch nicht, aber zumindest aus einer rein mehr ergebnisorientierten Perspektive in der Raumfahrt ist eigentlich sowas durchaus jetzt, wenn da eine Führungsebene ist, die sich nicht um Wahlen kümmern braucht, die sagen kann, wir wollen das so, jetzt machen wir das so, und noch dazu sich an Propagandagewinn erhofft, was ja durchaus auch ein Grund ist, warum China das macht, was es macht, eben zum Mond fliegen, dann können die ganz anders agieren. Und die haben auch wirklich große Pläne. China will ja jetzt, nachdem sie jetzt Anfang des Jahres auf der Rückseite des Mondes gelandet sind, ist der nächste Schritt, dass sie eben Material, glaube ich, vom Mond zurückbringen. Für die nächsten 1, 2 Jahre haben sie auch, die haben ja auch schon bemannte Raumfahrt in China, die haben auch eine neue Raumstation, glaube ich, und ich glaube, in dem Zeitraum von den nächsten 5 bis 10 Jahren ist tatsächlich geplant, dass eben auch jemand wieder auf dem Mond landet, und das würde ich denen durchaus zutrauen. Also, ich glaube, sie haben auch Samen, also sind schon aufgegangen, also Baumwollsamen, also die schauen einfach, was ist möglich, dass man eben so eine Stadt wahrscheinlich einrichten kann. Genau, also da bei China funktioniert aufgrund der halt wirklich politischen Strukturen, die dort herrschen, und aufgrund des Propagandagewinns, den sich halt in China verspricht. Natürlich, es ist jetzt nicht alles so negativ, also da ist schon noch ein wissenschaftliches Interesse drin, und da gibt es ganz viele internationale Kooperationen auch mit europäischen Ländern, die da mitmachen und so. Also da ist schon auch ernsthafte Forschung mit dabei. Aber ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, uns irgendwie altruistisch zu organisieren und zu sagen, wir wollen das ist sinnvoll, das ist gut, da können wir was lernen, das liegt uns als Menschen nahe, wir geben jetzt Geld dafür aus. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist, glaube ich, wirklich die bisschen undemokratischen Strukturen in China
das Einzige, was dazu führen wird, dass vielleicht nochmal so ein neuer Wettlauf ausbrechen wird. Was blöd wäre, weil Wettläufe, wie gesagt, nicht das sind, was man haben will im Weltall. Die führen dann vielleicht zu spektakulären Ergebnissen, aber dann auch dazu, dass es schnell wieder vorbei ist. Also eigentlich wäre es viel, viel sinnvoller, wenn wir uns als Menschheit zusammenreißen würden und sagen, wenn wir das alles erforschen wollen, dann machen wir das bitte gescheit und geben wir auch das Geld dafür aus. Aber das Problem ist, dass die Zeiträume in der Wissenschaft und vor allem in der Raumfahrt deutlich länger sind als die Wahlperioden. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wettlauf wohin? Ich glaube, das ist, da müsste man sich mal melden, wenn es bleibt fast immer der Mars übrig, weil der Mond, weiß nicht, ob Sie das, das ist halt schon mal erledigt, ob man jetzt das mit der Medial wieder so aufbereiten kann, dass man da einen neuen Wettlauf machen kann. Sonst bleibt eigentlich nur der Mars übrig als Ziel, das so beeindruckend ist, dass man sich da irgendwie einen Wettlauf vorstellen kann, weil alle anderen Planeten gehen nicht zum Landen, ein Wettlauf zu einem Asteroid wäre auch cool, aber ich glaube, das ist irgendwie medial nicht so beeindruckend. Also bleibt vermutlich nur der Mars übrig. Und das ist auch, gerade zum Mars zu bringen, ist viel, viel, viel schwieriger, als das irgendwie oft in den medialen Darstellungen in der Science Fiction irgendwie dargestellt wird. Also zum Mars zu fliegen ist wirklich, wirklich deutlich schwieriger, als zum Mond zu fliegen. Also das ist, selbst wenn wir uns jetzt sagen, wir wollen das jetzt machen und wir geben alles dafür aus, wird man es in den nächsten 10 Jahren definitiv nicht schaffen. Also das ist wirklich extrem schwierig, aber es wäre möglich, wenn man es unbedingt wollen würde. Und dann, ob man da jetzt irgendwie, vor allem das dauert auch, das kriegt man vermutlich nicht eben in diesen, bis zum Ende des Jahrzehnts hin. Also da müsste wirklich eine Politik müsste sich hinstellen und sagen, wir wollen es in den nächsten 20 Jahren machen. Das Problem ist, wenn dann in 2 Jahren Wahlen sind, sitzt nachher wieder keiner. Also ich weiß nicht, ich bin skeptisch, ob sich wirklich so ein Wettlauf entwickeln kann, oder bräuchte man 2 politische Systeme, die jahrzehntelang im Wettstreit liegen. Die haben wir zum Glück nicht mehr. Was ist die besondere Herausforderung beim Mars? Zwei Dinge. Erstmal, er ist viel weiter weg als der Mond. Ja, also zum Mond ist man irgendwie ein paar Tage hingeflogen, zum Mars ist man mindestens ein halbes Jahr unterwegs. Ja? Und dann muss man dort und ist man dort, kann nicht nach ein paar Tagen wieder zurückfliegen zum Mond, sondern man muss mindestens, je nachdem wie man es anlegt, man kann entweder ein halbes Jahr hinfliegen, dann ist man auch am Mars ungefähr und fliegt wieder ein halbes Jahr zurück, oder man ist über ein Jahr auf dem Mars. Ja? Also das sind Missionen, die tatsächlich in Jahren gemessen werden müssen. Das heißt, man muss einen Weg finden, wie man eine Gruppe von Menschen über ein Jahr komplett autark irgendwie am Leben erhält. Und der Weltraum ist keine lebensfreundliche Umgebung. Also wenn man ein paar Tage zum Mond fliegt und zurück, dann geht das noch. Also dann das ist die kosmische Strahlung ist das Hauptproblem. Ja? Also diese ganze ist im Weltall herrscht wahnsinnig viel von der Sonne, von anderen Sternen, sehr, sehr hochenergetische Strahlung, vor der wir hier auf der Erde geschützt sind durch die Atmosphäre und durch unser Magnetfeld. Und wenn man jetzt irgendwie nur mal kurz zum Mond und zurückfliegt, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich, aber man kann es schon noch aushalten, vor allem wenn man sich jetzt aus politischen Gründen nicht so sehr schert, ob es jetzt irgendwie gefährlich ist. Aber wir haben noch keine wirklichen Erkenntnisse, wie sich jetzt irgendwie diese kosmische Strahlung wirklich im Langzeitbereich auswirkt. Also alles, was wir wissen, ist, dass es extrem gefährlich ist. Also die Leute, die zum Mars fliegen, die haben eine extrem große Wahrscheinlichkeit, wenn sie nicht durch die vielen, vielen anderen Gründen sterben, die man sterben kann, dann haben sie extrem hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie an Strahlenschäden sterben, dass sie irgendwie, wenn sie überhaupt zurückkommen, dann ziemlich bald, nachdem sie zurückgekommen sind, nämlich in Spätfolgen sterben. Also das ist nur ein Problem, das man lösen muss und für das es keine wirklich gute Möglichkeit gibt, weil das Einzige, was schützt davor, ist eben irgendwie eine Abschirmung. Da bräuchte man entweder ein Raumschiff mit ein paar Meter dicken Betonwänden, was irgendwie schwer zu bauen ist oder noch schwer ins Weltall zu kriegen ist, oder irgendeine Technologie, von der wir noch nicht wissen, wie sie existiert, und dann all die anderen Probleme. Also man muss irgendwie auf dem Mars dann irgendwie ein paar Wochen, ein paar Monate lang existieren. Da muss man irgendwie ein Habitat bauen. Wir haben es noch nicht mal auf der Erde geschafft, ein Habitat zu bauen, das autark funktioniert. Also die Versuche, die man gemacht hat, die haben alle nicht funktioniert. Und das war nur auf der Erde. Ja? Also das sind so viele Probleme, die man lösen muss. Und am Mars, wie gesagt, da gibt es kaum eine Atmosphäre, es ist wahnsinnig kalt dort. Also es ist alles nichts, was prinzipiell unlösbar ist. Aber es ist etwas, wo man wahnsinnig viel Ressourcen, Geld und wissenschaftliches Denken reinstecken muss, um es zu lösen. Also wenn wir sagen, wir wollen was, dann könnten wir es machen, aber wir haben es noch nicht so stark gewollt, dass wir es auch wirklich die Ressourcen dafür freigegeben haben. Das heißt, Sie würden zum Mond fliegen, zum Mars wahrscheinlich nicht. Ja, zum Mond, Moment, also ich warte, bis dann wirklich der Aufzug kommt, wo es dann wirklich so, wenn es halbwegs ungefährlich ist, wenn man da irgendwie so irgendwie wenn es einen Speisewagen gibt, quasi, wo man mit dem WLAN mal gemütlich hinfahren kann, wo man sicher sein kann, dass mal nichts passiert, dann okay, aber momentan würde ich eher, ich bin nicht so risikofreudig, wie die Astronauten sein müssen. Aber
auf dem Mars auch irgendwie interessant ist, ich meine, da gibt es ja die eine Tendenz, dass jetzt private Unternehmen oder verschiedene Projekte von privater Hand sozusagen sich eine Mars-Mission vornehmen. Also eine ist das vor, was weiß ich, 5, 6 Jahren gestartet hat, Mars One, das war das Projekt einer Reality-TV-Show, aber es wurde ernst genommen und es haben sich, glaube ich, schon über 700 Menschen angemeldet. Es ging darum, dass man mehr oder weniger Leute findet, die freiwillig auf den Mars fliegen. Die Gesellschaft würde das organisieren in den nächsten 10 Jahren und müssten aber sozusagen halt dann erklären, dass sie mehr oder weniger, dass wir in Reality-Shows wie Big Brother mehr oder weniger, aber dann am Mars sich zur Verfügung stellen. Wobei das, glaube ich, sogar eine One-Way-Lösung war. Das heißt, die wären dort gar nicht mehr zurückgekommen. Aber ich finde es interessant, und ich meine auch so Leute wie, keine Ahnung, Richard Branson von Virgin oder Elon Musk. Ja? Also etwas, was, glaube ich, in den 60ern sich niemand gedacht hätte, dass man in den 2010er Jahren reiche Privatunternehmer hat, die sagen, wenn ihr das nicht macht, dann mache ich das. Und der andere Aspekt ist der, obwohl eben das alles so schwierig ist, auf den Markt zu fahren, zugleich plant man aber ganz konkret, was man dort tun könnte, wie so ein Raumschiff ausschaut. Und da gibt es eine Österreicherin, Barbara Imhoff, Weltraumarchitektin, die in Wien tätig ist und die wirklich viel plant oder sehr ernst nimmt und mit vielen Forschungsgeldern auch tatsächlich an solchen Architekturen tüftelt, wie man dort überleben könnte. Ne? Also da wird die Frage mal zur Seite geschoben, wo man da rauffahren kann und wer das tun würde oder ob man wieder zurückkommt, sondern wir bauen einfach, wir planen einfach, was wäre dort notwendig. Wobei sie auch sagt, es muss halt dann trotzdem immer in der Forschung auch legitimiert werden, was kann das für Konsequenzen oder Vorteile haben, auch für uns auf der Erde. Also das begleitet mehr oder weniger die ganzen Forschungsanstrengungen. Und ich glaube, das ist schon noch etwas, was wahrscheinlich auch uns von den 60ern unterscheidet. Das war damals nicht im Vordergrund, aber heute muss man das tatsächlich natürlich auch begründen. Haben Sie Angst davor, dass in den 60ern, 70er Jahren waren zwei Weltmächte, haben gekämpft um die Vorherrschaft im Weltraum? Wenn jetzt die Chinesen sagen, das sind demokratische Rechte, wir machen das, was ist das Risiko von Menschen uns wert? Wir haben ja genug, dass da ein neues Ungleichgewicht auf der Welt entsteht. Weiß ich, so wie Sie das gesagt haben, Herr Freistetter, man denkt in Wahlperioden, man denkt in Budgetzahlen und irgendwie der Rest der Welt oder die interessierten Länder schaffen das nicht. Ja, ich glaube, die Konkurrenz wirklich von zwei als gleichmächtig empfundenen Supermächten in den 60ern war sicher eine optimale Voraussetzung. Aber die ist nicht mehr gegeben. Ich wüsste jetzt gar nicht, in wen China in den Weltraum eintreten sollte. Ich meine, es gibt die Inder, die, glaube ich, auch sehr engagiert sind. Die Russen vielleicht, aber also wo wäre sozusagen der Antagonist? Also die USA sind momentan nicht in der Lage, Menschen ins Weltall zu bringen. Das kann eigentlich nur so, eigentlich außer China und die Sowjetunion, also Russland gibt es ja nicht mehr, außer China und Russland gibt es ja nicht keine Länder, die in der Lage sind, Menschen ins All zu bringen aus eigener Kraft. Ja, also wenn Leute zum Raumschiff fliegen, die amerikanischen Astronauten, die vor letzte Woche hingeflogen sind, sind halt mit russischen Soyuz hingeflogen, weil halt da die Technologie für Europa, die ESA, hat keine Raketen, die Menschen ins All bringen können. Also es gibt eigentlich kaum momentan diese Machtstrukturen und die Technik, die dafür nötig wäre, um so einen Wettlauf zu starten. Ja, diese Dystopien, die wir jetzt haben, das ist ja eigentlich ein ganz anderes Thema, nämlich da geht es ja eher darum, dass ja dann unsere Erde sozusagen irgendwann so unwirtlich wird oder dass es wirklich so gefährlich ist, hier zu leben, dass sich nicht die Frage stellt, ob wir wohin fahren, sondern wer sind die Auserwählten, die dann weg dürfen sozusagen, weil es einfach auf der Welt nicht mehr geht. Und das ist eigentlich das Thema, was jetzt diese Science-Fiction-Literatur oder diese Filme bestimmt, ist eher das, die Erde wird kaputt gehen. Und die paar Auserwählten dürfen ganz neu beginnen. Ich wollte nämlich fragen, wenn ich mich an die 60er Jahre zurückerinnere, beziehungsweise an Fernsehserien wie Raumschiff Enterprise oder oder Verlittene Hexe, sondern auch die in Deutschland produzierte Raumpatrouille Orion, also da war ich Wahnsinn, das war spannend, da bin ich als Volksschüler davor gesessen. Oder Kubrick 2001 oder das eben im Weltraum. Das hat sich jetzt verschoben. Worüber schreiben Science-Fiction-Autoren jetzt? Welche Karikaturen werden von Künstlerinnen und Künstlern gezeichnet, wenn es um die Zukunft dieser Welt geht? Natürlich, also eben dieses Ungleichgewicht, dass es eben eher Auserwählte gibt oder dass es ein paar geben muss,
die sozusagen den Menschen dann irgendwo ganz neu ansiedeln können und dass der Mensch an sich nicht ausstirbt. Das ist so dieses Modell, weil man einfach weiß, es gibt so viele irdische Probleme, Umweltverschmutzung, Wasser und all diese Dinge. Oder Überbevölkerung wird auch immer wieder angeschrieben, was eigentlich gar nicht richtig ist. Aber das ist eher so das Thema, dass man natürlich dann durch Verknappung oder sagt, es gibt nur ganz wenige, die es schaffen, dass man dann wieder so einen Spannungsaufbau schafft und dann ist halt die Frage, wer wird dann von uns Menschen sozusagen weiterhin überleben. Ich wollte nicht ansprechen, einen Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, also das Leben im All, haben wir schon kurz angerissen, das gibt es anderes Leben im All? Vielleicht kommt es aus dem Publikum, das lassen wir jetzt weg, weil ich glaube, Ihre Antwort ist da eindeutig. Ich möchte mit einem Moment. Ich frage nichts. Okay, also eine Frage von den Herrn Freistetter, ist schon offen. Wie sehen Sie, so haben wir jetzt erste kleine Abschlussrunde, und dann gibt es ja natürlich auch wieder Fragen aus dem Publikum, wie sehen Sie die Zukunft der Weltraumforschung, / der bemannten Raumfahrt in den nächsten, wie viele Jahre kann man da nehmen? 10, 20, das ist realistisch. Ja, das ist schon die erste gute Frage. Also was ist realistisch? Das Problem ist, man muss natürlich trennen, was man jetzt wirklich versteht, ob man jetzt quasi unter wirklich Raumfahrt mit Menschen oder die unbemannte Raumfahrt. Ich glaube, wenn man sich anschaut, was jetzt quasi in der Raumfahrt allgemein passiert ist, das war wirklich in den letzten Jahren ein großartiges Ding nach dem anderen. Ja. Wir sind auf einem Kometen gelandet mit der Churyumov-Gerasimenko, die Rosetta-Mission. Das war eine grandiose technische Leistung. Jetzt im letzten Jahr, wir sind dann an Pluto vorbeigeflogen, wir haben jetzt wieder Anfang des Jahres in der Raumsonde ist ein Asteroid im alleräußersten Sonnensystem vorbeigeflogen. Da haben wir Dinge gesehen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Wir haben Teleskope im Weltall, gigantische Dinge, also das James Webb Space Teleskop, das demnächst startet, das Gaia-Teleskop, das über 1 Milliarde Sterne vermessen hat, unserer Milchstraße. Also da, was die Raumfahrt allgemein angeht, haben wir wirklich großartige Dinge geleistet. Die Frage ist, halt wirklich der wissenschaftliche Aspekt, da mache ich mir keine Sorgen, das wird vermutlich genauso weitergehen wie jetzt. Die Frage ist, dieser heroische Abenteuer, Menschen brechen auf zu neuen Grenzen, dieser Aspekt, das ist wirklich was, wo man, glaube ich, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, schwer irgendwelche Vorhersagen machen kann, weil das eigentlich keine wissenschaftliche Entscheidung ist, das zu machen oder nicht, sondern das sind gesellschaftliche, politische Entscheidungen, die dazu führen, dass diese Helden dann quasi aufbrechen ins All, wie es in den 60er Jahren passiert ist, weil damals die Bedingungen so waren. Und wenn die Bedingungen wieder so sind, dann wird es auch sofort wieder stattfinden, weil das eben dieses Entdecken in unserer Natur liegt. Also solange es zu entdecken gibt, werden wir es entdecken wollen, das wird nie weggehen aus uns. Die Frage ist halt nur, wann wir wieder die Möglichkeit haben, das zu tun. Also es wird weiterhin Menschen geben, die ins All fliegen, es wird weiter die Leute geben, die zur Raumstation fliegen, solange es die Raumstation noch gibt. Aber ich halte es nicht für unvorstellbar, dass wir in 50 Jahren zurückschauen und sagen, okay, so von 1960 bis 2020, das war die Zeit, wo wir ins Weltall geflogen sind, dann haben wir aufgehört, das zu machen, weil wir es halt nicht mehr wollen. Also es ist durchaus, also jetzt von den Leuten, die auf dem Mond waren, das sind schon sehr viele tot mittlerweile. Ja? Irgendwann, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir eine Zeit haben, wo alle Menschen, die jemals auf dem Mond gestartet sind, tot sind. Ja? Dann leben wir wieder wie vor 1969 in einer Welt, in der alle Menschen, die in der Welt leben, tatsächlich nie ihren Fuß von diesem Planeten woanders hingesetzt haben. Das ist jetzt momentan eine Phase, wo das nicht der Fall ist, aber das wird bald wieder der Fall sein. Und genauso kann ich es mir durchaus vorstellen, wenn die politische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung in die in dem Fall falsche Richtung meiner nach geht, dass wir dann demnächst in einer Welt leben, wo halt tatsächlich so wie vor 1960 noch nie jemand im Weltall war. Also das ist auch möglich. Ich glaube, da müsste man wirklich an jemanden fragen, der lieber Vorhersagen über Politik trifft, da bin ich nicht qualifiziert, wie es da ausschaut. Also das hängt wirklich von der politischen Entwicklung ab, wie es auch Menschen im Weltall geben wird in Zukunft. Wobei, kurzer Einschub, interessanterweise, wenn man sich die Lebensdaten anschaut, jener Menschen, vor allem der Amerikaner, die Russen sind, warum auch immer, früher gestorben, durchschnittlich, wenn man sich anschaut, die sind alle über 80, also Armstrong, glaube ich, ist vor 2 oder 3 Jahren gestorben, aber viele andere leben noch. Das war eben die sind alle über 80, 85 teilweise. Ja, also man kann das interviewen. Ja, das ist natürlich so, solange man noch irgendwie, wenn es gibt ja immer wieder noch Auftritte, also Buzz Aldrin macht immer noch öffentliche Auftritte, also wenn man
sollte man sich noch irgendwie anschauen, solange er noch da ist. Also das paar gibt es noch und die, solange sie noch da sind, sollte man tatsächlich, hier heißt auch, die Zeitzeugen vor. Also Zeitzeugen sind was ganz Wichtiges, ja. Also Zeitzeugen sollte man, solange es Zeit lang noch gibt, sollte man sie auch befragen, weil sonst irgendwas ins Weg. Wir haben ja einen österreichischen Kosmonauten, Astronauten auch noch. Also. Das nehmen wir es dann für die nächsten, für vielleicht 60 Jahre im Mondlandung vor. Ja, was ist die Zukunft der Weltraumforschung? Ich kann auch nur spekulieren. Aber ich finde, ehrlich gesagt, da eigentlich Fiction genauso interessant wie Science und finde es faszinierend, dass sich also oft Künstler, Wissenschaftler da auch eben Gedanken machen über das, was Gottfried Guttenbauer erzählt hat, nämlich dieses, irgendwann einmal ist es ja tatsächlich so, dass wir diesen Planet in irgendeiner Form schon verlassen müssen. Also ich glaube, nach 4 Milliarden Jahren, wir haben also noch etwas Zeit. Aber irgendwann einmal ist es soweit und sozusagen sich zu überlegen, okay, dann muss ja eine Population, vielleicht sind es dann irgendwelche DNA-Strukturen, die man durch die Gegend schickt oder so. Ich glaube, dass die Menschen eine Lösung finden. Aber dass man sich, dass sich Künstler, Forscher Gedanken machen darüber, so über zum Beispiel mehr Generationenraumschiffe, ja, wo man nicht sozusagen einzelne Heroen in den Weltraum schickt, sondern tatsächlich Populationen und die dann sozusagen über mehrere Jahrhunderte durch den Weltraum reisen können, durch einen ganz anderen, Aktionsraum haben als die Astronauten, die jetzt von hier aus starten müssten. Also da gibt es schon spannende Fantasien, ja, und die sind genauso wie halt, ich weiß nicht, zum Beispiel während im 19. Jahrhundert schon, dass man sagt, ja, klingt alles ein bisschen absurd, aber wer weiß, ja. Ich glaube, auf der mittelfristigen Ebene wäre ich eher bei Florian Freistetter. Im Moment ist der Drang da hinaus jetzt nicht so ganz groß. Ich glaube, wir sind wirklich voll auf beschäftigt mit dem, was sich in den nächsten 100, 200, 300 Jahren in diesem Planeten tun wird. Aber die Fantasien, den Fantasien werden weiterhin keine Grenzen gesetzt sein. Ist das schön? Eine schöne Überleitung zu Gottfried Guttenbauer. Also ich glaube auch, dass es vor allem ganz wichtig ist, dass man diese Fantasien und diese Fragen jetzt stellt, weil das sind aber doch wiederum Fragen, die sehr aktuell sind, wenn man sich überlegt, okay, irgendwann wird es so weit sein, dass die Erde nicht mehr ganz gut funktioniert, man schickt ein paar Außerwelte weg, aber für uns die Fragen, die uns jetzt die für uns jetzt wichtig sind, sind natürlich dann diese Fragen, wer darf da hinfahren, warum dürfen sie das, und das sind alles ganz wichtige gesellschaftspolitische Fragen, die nichts mit einer technischen Ausführung haben, sondern eigentlich Fragen, die wir uns jetzt stellen wollen, wie wollen wir als Gesellschaft leben oder als Erde leben oder wie kann man überhaupt diese Programme weiterführen, wie du schon richtig sagst, am besten, dass man die ganze Wissenschaft endlich einmal zusammensetzt und dann versucht, wie man da weitergehen wird. Also diese Fiction ist schon wichtig, um die aktuellen Themen auch anzugehen. Bevor das Mikrofon an Sie geht, möchte ich Florian Freistetter noch ganz kurz vorstellen. Er ist promovierter Astronom und wenn Sie nachher bei Brot und Wein mit ihm plaudern wollen, zum Beispiel über sein Dissertationsthema, kein Problem. Kollisionswahrscheinlichkeiten erdnaher Asteroiden mit Planeten des inneren Sonnensystems. Sie waren an den Universitäten Wien, Jena und Heidelberg tätig. Florian Freistetter ist seit 2011 freier Wissenschaftsautor, wird bezeichnet als der erfolgreichste deutschsprachige Wissenschaftsblogger. Seine Website ist florian-freistetter.de. Ich will gar nicht aufzählen, was Sie auf seiner Website alles finden. Sie verlieren sich dann, so wie in den Weiten des Weltalls, wenn Sie mal anfangen zum Lesen und zum Podcast hören. Ja, auch erfolgreicher Autor, unter anderem der Komet im Cocktailglas, das war das Wissenschaftsbuch in Österreich des Jahres 2014. Andere Titel, die Neuentdeckung des Himmels, wie das Weltall unseren Alltag bestimmt, Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschen im Weltall liegt. Dann gibt es Bücher über Newton und Hawking. Den Untertitel des Buches über Newton sage ich jetzt nicht, da kommt ein Wort vor, das. Ja, also das heißt, ich sage das gerne, ich habe es ja geschrieben, also das heißt, Newton wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Also das, den Titel kann man durchaus nennen, weil das heißt auch so, das ist ein wunderbares Buch, kann ich nur empfehlen. Und warum landen Asteroiden immer in Kratern? Und Florian Freistetter ist auch seit 2015 Ensemblemitglied der Science Busters. In dieser Funktion werden Sie ihn wahrscheinlich auch kennen. Gut, wir haben ein Mikrofon, Sie können alle Fragen stellen. Das Haus ist offen, der Wein ist gut gekühlt. Wir haben keinen Zeitdruck. Achso, eine Frage.
hätte eine Frage. Wir haben gehört, die Chinesen von der Rückseite des Mondes. Wieso sehen wir nur immer die Vorderseite? Warum dreht sich der nicht? Oder wie funktioniert das? Der Mond dreht sich und nur weil er sich dreht, können wir immer die Vorderseite sehen. Das ist ein bisschen, man muss sich überlegen, idealerweise hätte ich jetzt eine Kugel da, wo ich das zeigen könnte, aber es liegt daran, dass der Mond sich, er braucht für einmal um die Erde rum, braucht der Mond 29 Tage pro. Und der Mond dreht sich auch einmal um 29 Tagen um seine eigene Achse. Das heißt, während er sich um die Erde rum bewegt, dreht er sich mit genau der gleichen Geschwindigkeit, sodass er uns immer genau die gleiche Seite zeigt, weil die Eigenrotation des Mondes mit der Rotation um die Erde synchronisiert ist. Das liegt an den Gezeitenkräften, die zwischen beiden Himmelskörpern wirken. Die haben das im Laufe der Jahrmillionen synchronisiert. Und weil er sich eben genau mit der gleichen Geschwindigkeit um seine Achse dreht, sehen wir immer nur eine Seite. Wenn er sich langsamer drehen würde oder schneller drehen würde, dann würden wir im Laufe eines Monats alle Seiten sehen vom Mond. Gut, danke. Dann hätte ich eine zweite Frage. Ich habe gesagt, oder ich habe gesprochen mit euch vor heute daher, das ist alles eine Lüge, das ist alles ein Schindel, die Mondlandung, das ist alles gestört und der Wüste von Nevada und was gut, was das gemacht haben. Und wenn ich jetzt hinschaue, sehe ich die Fahne munter flattern, da gibt es aber keine Atmosphäre. Wie geht das? Das ist auch ein Dauerthema. Ja, also da müsste man vielleicht einen eigenen Abend machen. Also die Fahne, das ist ein Bild hier, also das ist jetzt irgendwie keine echte Fotografie, vor allem die Maus ist schon ein Hinweis drauf, dass es gar kein richtiges Bild ist, aber tatsächlich, also das Argument gibt es auch in Wirklichkeit natürlich, dass Leute sagen, auf den Aufnahmen vom Armstrong über Mond sieht man, dass das hier irgendwie flattert. Natürlich flattert die Fahne nicht, sondern die war halt irgendwie fix montiert, weil es herrscht eine Atmosphäre. Das heißt, die kann immer nicht schön wehen. Das heißt, die hat man fix auf so einem Rahmen montiert gehabt. Und der Mond, das muss man schon ein bisschen gescheit reinstecken da. Das heißt, das schwingt dann einfach hin und her. Und weil es keine Luft gibt auf dem Mond, schwingt es länger, als was gewohnt ist auf der Erde, weil es nicht abgegrenzt wird, die Luft. Das heißt, die hat die da reingetan und dann geht der hin und her. Aber all diese ganzen Argumente, also es gibt, man kann damit von den Leuten, die erzählen, dass die Mondlandung nur vorgetäuscht war, dann wird auch immer erzählt, die Schatten sind falsch und die Staubbewegungen sind falsch. Also man kann sich da wirklich tagelang oder wochenlang nämlich in Detaildiskussionen verlieren, aber ich finde es halt immer interessanter, sich zu überlegen, was müsste denn eigentlich passiert sein. Also wenn man wirklich ernsthaft davon ausgeht, die Amerikaner haben das gefaked, was hätten die tun müssen, um das zu machen? Ja? Vor allem, wer muss aber beteiligt sein? Weil es war ja ein Wettlauf zwischen USA und Sowjetunion. Und die Sowjetunion, die hätte doch die wenn jemand in der Lage gewesen wäre, das aufzudecken, weil auf die Idee, dass die Fahne falsch ist und dass die Schatten falsch sind, da kommen die Russen auch drauf, ja, also die sind auch nicht blöd. Also dann, die wären die Ersten gewesen, die das aufgedeckt hätten, ja, und dann, die hätten da quasi auch mitbeteiligt sein müssen bei den ganzen Sachen. Also wenn man sich das wirklich, ich möchte das nicht so lange ausführen, aber wenn man sich überlegt, wer da beteiligt sein muss, wie lange das aufrechterhalten werden muss, weil auch heute müsste das jetzt, auch alle Astronomen heute müssten beteiligt sein, weil es gibt immer, die Apollo-Leute haben Laserreflektoren aufgestellt auf dem Mond, ja, also an der Oberfläche stehen Reflektoren von Laserstrahlen, die kann ich von der Erde aus anpeilen mit einem starken Laser, den Reflex, der von dort zurückkommt, messen und unter anderem jede Menge Wissenschaftler mitmachen. Und all die Wissenschaftler auf der ganzen Welt, die das machen, müssen ja eigentlich auch alle lügen, weil die sagen, wir haben das gemessen. Und wenn das nicht da war, dann kann es nicht gemessen. Also da müsste wirklich über Jahrzehnte hinweg, auch heute immer noch, müssten so viele Menschen beteiligt sein in so vielen Ländern. Also wenn man es kurz zusammenfassen will, es wäre eigentlich viel, viel aufwendiger, die Mondlandung zu faken, als einfach wirklich hinzufliegen. Ja, also es wäre noch viel Aufwand gewesen, das falsch zu machen, als da macht was du bei welchen Leuten, das wäre billiger geworden. Ich frage auch vielleicht den Herrn Rapp, weil im September wird es eine Sonderausstellung geben über Spionage. Und es wahrscheinlich eine alte Spionage-Regel ist, wenn ein Geheimnis drei Leute wissen, dann ist eigentlich schon verraten, oder? Also glauben Sie, hätte man die Mondlandung faken können? Nein, hat man nicht. Aber das Interessante ist, ich meine, in den 70ern taucht zum ersten Mal jemand auf, der das formuliert und dann ist es eigentlich immer skurriler geworden. Es hat eigentlich kaum noch jemand dran gedacht. Und das Spannende ist mit dem Internet, das gilt ja nicht nur für die Mondlandung, das gilt ja für viele andere Verschwörungstheorien, kommen solche Theorien wieder, lassen sich natürlich mit ein paar Mausklicks mehr oder weniger verbreiten. Das Internet ist jetzt quasi ein Nährboden für alle möglichen Verschwörungstheorien. Und seitdem beschäftigt uns das wieder. Aber es gibt tolle Seiten, Florian Freischert hat es schon angesprochen, wenn Sie eingeben, Mythen, Fakten, Mondlandung, die genau all diese Mythen sozusagen aufklären, von der flatternden Fahne über die falschen Schatten, über dass man keine Sterne sieht und so. Es hat 2011 dann noch einmal die NASA ganz viel Fotos machen lassen,
um das zu kommentieren, bevor sie ihr Raumfahrtsprogramm eingestellt haben, hat auch nichts genützt, weil jeder, wie er gesagt hat, ja, die Fotos sind natürlich genauso gefaked. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, dass man in ein paar Jahren mehr dokumentieren kann, wenn, glaube ich, die Teleskope noch viel besser werden, sodass man quasi dann so genau auf den Mond schauen kann, dass man da die Spuren von der Apollo auch tatsächlich in einem Teleskop sieht. Also nicht von dem Teleskop, von der Erde aus wird schwierig, weil die müssen wirklich groß sein. Also Teleskope, es gibt diese Fotos, also diverse Sonden, die um den Mond rumgeflogen sind, haben Fotos gemacht, da sieht man die Fußspuren von den Astronauten, also das sieht man schon, aber von erdgebundenen Teleskopen sind momentan keine dabei, die wirklich in der Lage wären, auch die neuen Teleskope nicht, weil der Mond ist doch 4000 Kilometer weit weg, also auch die großen Teleskope schaffen es nicht, wenn wir ein Meter großes Ding aufzulösen, Weltraumteleskope können schaffen, und sobald man ein Weltraumteleskop hat, heißt wieder, ja, alles nur Fake, oder selbst wenn es ein anderes Teleskop ist, dann sitzt wieder die Wissenschaft weg, da kann ja auch nicht jeder hingehen und durchschauen, sondern nur die Wissenschaftler, also wer an eine Verschwörung glaubt, der glaubt an eine Verschwörung, da gibt es kein rationales Argument, dass das aufklärt. Wer hat denn Interesse an so einer Verschwörungstheorie? Vielleicht eins nur, ich meine, da kommen wir wieder dann Anfang zurück. Ich meine, natürlich war es auch ein großes mediales Ereignis und natürlich weiß man, dass die zur Primetime rechtzeitig den Fuß auf den Mond gesetzt haben, dass Nixon seine Worte sprechen konnte, also dass das dramaturgisch durchkomponiert war, dass die Frau Aldrin gesagt hat, das Ganze ist wie ein großes episches Drama. Also schon Zeitgenossen gesagt haben, das ist wirklich eine große, große Show. Ja? Und aus dem kann man natürlich dann, oder wie du gesagt hast, mit dem Disney, ja, kann man natürlich da ableiten, ja, die haben einfach gute Filmleute engagiert. Ja. Interesse daran haben sich die Amerikaner sicher nicht gehabt, aber eben, die Russen hätten es haben müssen, die hatten aber offenbar auch kein Interesse. Ich glaube, Verschwörungstheorie, das geht natürlich allgemein, macht immer den interessant, der sie ausspricht, denn der ist ja der Wissende. Gegenüber ihm sind alle anderen natürlich in einem Dunkeln verhüllt und er ist immer auch im Recht, ja, weil er immer sozusagen derjenige ist, der sagt, ja, ihr seid im Irrtum, ich bin im Recht, und das macht es so schwierig, sowas aufzubrechen. Also das liegt aber in der Logik der Verschwörungstheorie an sich schon. Hitler lebt und das Erdklima erwärmt sich nicht, oder? Ja, gut. Bitteschön. Josef, Baujahr 1955, also ich war voll in der Euphorie der Mondlandung, und der Satz, we go to the moon, ich glaube, das hat nicht nur Amerika verändert, sondern auch uns in Europa, die Jungen. Und wir haben damals 1969 genau gewusst, die Schubkraft der Saturn 1b, der Saturn 5. Es hat aber nicht geheißen, dass dann die Rechenschularbeit die nächste besser war, natürlich. Aber es war eine irrsinnige Aufbruchstimmung. Ich glaube, das wird man in nächster Zukunft nicht finden, dass man die jungen Physiker oder was auch immer so motivieren kann, dass man etwas findet, sei es jetzt die Medizin, sei es jetzt irgendwelche chemische Reaktionen oder so, wo sie forschen können, wo sie sich in den Weltraum weiterentwickeln können, wo der Weltraum attraktiv wird. Es gibt da verschiedene Versuche, irgendwie im Weltraum verschiedene Verbindungen herzustellen, die auf der Erde nicht möglich sind. Also glaube ich, das wird ein ziemliches Problem in der nächsten Zukunft sein. Und zu Science Fiction, danke an den Herrn Gusenbauer, die Ausstellung ist wirklich ein Wahnsinn. Es gibt auch von der NASA sehr gute Fotobücher, wo eben verschiedene Sachen sehr gut aufgelistet sind. Ich glaube, momentan die Science-Fiction-Autoren tun sich das nicht schwer, und einer, der Marvel kreiert hat, der ist jetzt leider auch gestorben, also ich weiß nicht, ich meine, es Themen wird es immer geben, aber ich weiß nicht, wo jetzt wirklich ein Thema sehr auf die momentane Menschheit einwirkt, dass das, ja, Herr Roland, da werden noch wahrscheinlich 1000 Exemplare gedruckt werden. Aber bei 400 ist quasi der Kern dann zu Ende. Also bis 400 habe ich es auch gelesen. Ich ergänze vielleicht, wenn ich darf. Wenn man fragt, mein Gott, wieso fahren da 25 Formel 1 Rennautos durch eine Stadt und der Erste gewinnt und wird bejubelt, und aber wir profitieren von der Technologie. Also was da bei Formel 1 Autos alles erprobt wird, das kann man auch beim normalen Auto dann irgendwann 20 Jahre später anwenden und so weiter und so weiter. Vielleicht ist ganz einfach auch das Problem, unter Anführungszeichen, wir alle wissen viel zu wenig, was hat denn die Technologie oder was hat die Raumfahrt oder was haben verschiedene Experimente für unser alltägliches Leben für Auswirkungen gehabt.
Also ich bin immer ein bisschen, ich habe ein bisschen unwillig, diese Frage zu beantworten. Okay. Aber nein, also prinzipiell ist es natürlich so, jede Forschung, also das, was Raumfahrt ist, jetzt halt unsere Grundlagenforschung. Ja? Und jede Grundlagenforschung ist wichtig, weil es die Grundlage, darum heißt es doch so. Ja? Und vor allem ist es deswegen wichtig, weil man weiß vorher nicht, was rauskommt. Also bei der Raumfahrt natürlich waren da Dinge dabei, da muss man sich, es gibt alle Computerentwicklungen, Miniaturisierung, Solarzellen, jede Menge Zeug, was da irgendwie rausgekommen ist, was wir heute brauchen. Aber das ist also Grundlagenforschung, sollte man eigentlich meiner Meinung nach nicht eben motivieren dürfen. Wir machen das, damit irgendwas rauskommt, sondern wir machen es einfach, damit wir mehr wissen über das Universum, und wenn wir wissen, kommt irgendwas raus. Und das kann man halt nicht vorhersagen. Als vor über 100 Jahren Max Planck, der wollte einfach nur wissen, wie ein Problem, ein komplett abstraktes, theoretisches Problem der Physik lösen, irgendwie die Strahlung schwarzer Körper wollte er lösen. Ja? Und hat dann im Zuge dessen die Quantenmechanik erfunden, und dann hat es nochmal 50 Jahre gedauert, bis die Anwendungen rausgekommen sind, und jetzt irgendwie jeder Computer, jedes Handy, jeder Fernseher, jedes Tumor, Laser drin ist, alles basiert nur auf dieser Grundlagenforschung, die vor 100 Jahren komplett abstrakt war, aber trotzdem hat es jemand gemacht, und deswegen hat sich die Welt heute komplett verändert. Und genauso ist es auch, also wir sollten irgendwie unseren Wissensdrang oder auch die Raumfahrt eben nicht unbedingt motivieren, doch wir machen das, damit dann irgendwie irgendwann im nächsten Jahr irgendein neues Ding im Regal im Supermarkt steht, sondern das passiert mit Sicherheit auch, aber eigentlich es ist nicht das, warum wir die Welt verstehen wollen oder warum wir die Welt verstehen wollen sollen. Aber vor 20 Minuten haben Sie noch gesagt, das Problem der Weltraumforschung ist, dass man nur in Wahlperioden denkt und dass wahrscheinlich irgendwann einmal kein Geld dafür geben wird. Das ist wahrscheinlich noch schwieriger, den Politikern, den Geldgebern Grundlagenforschung zu erklären. Natürlich ist es schwierig, aber es ist ja nicht so, dass es komplett, dass die Wissenschaft als komplett singulär ist. Ich meine, ich habe jetzt hier wir könnten mit dem gleichen Argument, das ist halt wieder, das kostet was und das bringt jetzt nicht sofort, das könnte man jedes Museum abschaffen, könnte man jede Kunstgalerie abschaffen, könnte man jedes Konzert, das brauchen wir alles nicht zum Überleben. Ja? Wir brauchen kein Museum, wir brauchen kein Opernhaus, wir brauchen kein Theater, das brauchen wir alles nicht. Also, insofern brauchen wir auch Grundlagenforschung nicht unbedingt, weil das Zeug, was wir wissen, wie wir was zum Essen bringen, wir wissen, wir haben irgendwie Strom und alles, also wir haben alles, dass wir nicht sofort sterben, aber das ist halt irgendwie, das ist all diese Dinge, die eben Kunst, Kultur, Literatur, das sind alles Dinge, die wir halt zum Menschsein brauchen, und Wissen gehört genauso dazu. Also meiner Meinung nach ist jetzt irgendwie herauszufinden, wie das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist, herauszufinden, wie ein Stern funktioniert, das sind alles Dinge, die für mich kulturell genauso wertvoll sind, wie irgendwie ein Buch, wie die Mona Lisa, wie die Beethoven-Symphonie, das sind alles kulturelle Leistungen, weil irgendwie die sehe ich jetzt nicht unbedingt anders, diese grundlegenden, fundamentalen der Wissenschaft, Fragen der Wissenschaft, wie die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse nach Kultur sind. Das ist, Wissenschaft ist auch Kultur, und wir sollten es genauso betrachten, und das sollte uns genauso viel wert sein. Also wir sollten das nicht motivieren durch wirtschaftliche Aspekte und wirtschaftliche Folgen, weil dann so kann man kann so nicht forschen. Man kann nicht sagen, in welche Richtung forschen wir jetzt, dass wir nachher am meisten Geld rauskriegen. Das funktioniert nicht. Das kann man vielleicht 5 Jahre machen, dann hat man alles erforscht, wo da irgendwie eine Anwendung rauskommt, und dann hat man nichts Neues. Also Forschung lässt sich nicht wirtschaftlich steuern, und überall da, wo es versucht wird, geht es früher oder später schief. Aber ist nicht ein interessantes Forschungsthema das Suche nach Intelligenz im Weltall, das sozusagen lange auch eher belächelt worden ist und in den letzten Jahren wieder ein bisschen gewonnen hat, wenn man sozusagen so viel mehr Möglichkeiten hat, das Weltall quasi durchzuscannen? Also die Intelligenz, man sucht nach intelligenten, außerirdischen Leben, das ist halt es ist durchaus wissenschaftlich seriös möglich, das zu tun. Es ist halt, das Problem an der Sache ist, dass es eine wissenschaftliche Frage ist, wo man wir haben halt keine Ahnung im Prinzip. Also man muss bei der Frage, darum habe ich vorhin gesagt, dass ich jetzt meine Meinung zum außerirdischen Leben nicht ganz so klar ist, wie sie vielleicht irgendwie erscheinen mag, weil man unterscheiden muss, was man mit Leben meint. Ja, also Leben, das Ding mit das Unkraut draußen in den Ritzen auf den Straßen, ist auch Leben. Ja, und das ist halt irgendwie, wenn wir von außerirdischem Leben reden, meinen wir meistens nämlich Star Trek, Aliens oder sowas. Ja. Aber wenn wir das Leben einfach allgemein betrachten, das Problem ist, wir kennen nur einen einzigen Himmelskörper mit Leben, und das sind wir. Und aus einem einzigen Datenpunkt kann man wahnsinnig schwer allgemeine Schlüsse ziehen. Aber wenn wir das probieren würden in dem Fall, ja, dann sehen wir, die Erde ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden. Und so ungefähr ist das älteste Leben, ist so 3,5 Milliarden Jahre alt ungefähr. Und das ist entstanden mehr oder weniger unmittelbar, nachdem die Erde die Bedingungen aufgewiesen hat, die Leben braucht. Also sobald die Erde in ihrer Entwicklung, in der geologischen Entwicklung lebensfreundlich war, ist Leben aufgetaucht. Aber das war halt wirklich, das waren natürlich Einzeller, Mikroorganismen, nämlich ein Schleim, der im Meer rumgeschwommen ist. Also wirklich halt simples Leben. Und die überwiegende Mehrheit dieser
irdischen Geschichte ist das Leben so geblieben. Erst bis dann sich in ein mehrzelliges Leben Tiere, Pflanzen, also Menschen, also wenn wir jetzt Menschen nehmen, also intelligentes Leben, ja, das ist, je nachdem wie man es definiert, vielleicht 100.000 Jahre alt, ein paar hunderttausend Jahre alt, das kann man unterschiedlich definieren, aber wirklich ein kurzer Zeitraum. Das heißt, das Leben auf der Erde ist die überwiegende Zeit seiner Existenz ohne Intelligenz ausgekommen. Die Intelligenz ist erst ganz, ganz spät gekommen und wir wissen noch nicht genau, was dazu geführt hat, dass das Leben halt quasi sich so weit entwickelt hat. Wenn wir diese beiden Ereignisse nehmen, können wir daraus jetzt schlussfolgern, aus dem einen Datenpunkt auf die allgemeine, können wir sagen, Leben an sich entsteht überall dort, wo Leben entstehen kann. Weil es auf der Erde auch so war. Und wir wissen mittlerweile, dass Orte, auf denen Leben entstehen kann, im Universum vermutlich recht häufig sind. Ja? Wir wissen, dass ganz viele andere Sterne von Planeten umkreist werden. Wir wissen, dass von diesen Planeten mit Sicherheit welche dabei sind, die theoretisch auch erdähnliche Bedingungen aufweisen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass auf anderen Planeten auch Leben existiert, aber Leben halt in Form von irgendwie grünen Schleim im Meer. Ja? Und dieses Leben, also das ist das nicht etwas, mit den Teleskopen, die in den nächsten Jahrzehnten aktiv werden, können wir diese Art von Leben nachweisen. Also dass wenn es dieses Leben gibt in unserer näheren Umgebung, in den Sternen in unserer Umgebung, dann können wir das nachweisen. Dann wissen wir das in ungefähr 10 bis 20 Jahren. Intelligentes Leben, wie gesagt, das ist eine komplett andere Frage. Weil da haben wir, das sagt uns eben die Information von der Erde, das kommt vielleicht durch Zufall und wir wissen nicht, welche Zufälle dafür sorgen, dass dieses Leben so entstanden ist. Und wir haben keine Ahnung, wie das, wir haben auch noch nicht verstanden, was intelligent so wirklich heißt. Ja? Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie intelligent das Leben anderswo aussehen könnte. Ja? Wir sind es gewohnt, wir sind durch die Science Fiction so geprägt, dass wir uns intelligentes, außerirdisches Leben immer so vorstellen, wie wir Menschen, nur halt mit komischen Nasen oder Ohren oder sowas. Ja? Also weil das halt Schauspieler sind, die schauen halt so aus wie Menschen. Also insofern sind wir halt gewohnt, intelligente Aliens als Menschen wahrzunehmen und vor allem, wir gehen davon aus, dass intelligentes Leben so intelligent so funktioniert, wie wir funktionieren. Weil wir können nur so denken, wie wir denken. Wir können nicht auf eine Art und Weise denken, auf die wir nicht denken können. Das geht halt rein prinzipiell nicht. Ja? Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie intelligentes Leben funktionieren könnte. Das heißt, die Suche ist ein bisschen schwierig. Denn auch wir können nach intelligentem Leben suchen, das so funktioniert wie wir. Und wir haben keine Ahnung, ob es das irgendwo gibt, wie die Chancen stehen, dass es existiert. Wenn die Chance ist, dass das auf einem Planet mit Leben, intelligentes Leben entsteht, wenn die 1 zu einer Million ist, sagen wir mal, wenn ein Planet von einer Million Planeten mit Leben, intelligentes Leben entwickelt, dann wird es jede Menge Intelligenzen draußen geben. Wenn die Chance ist, dass das bei einem von einer Trillion Planeten der Fall ist, das ist ungefähr die Zahl der Sterne, die es gibt im Universum. Dann sind wir vielleicht die Einzigen. Wir haben halt einfach keine Ahnung in dem Fall. Also was das ist, intelligentes Leben, bei Leben bin ich mir sicher, bei intelligentem Leben bin ich Agnostiker. Also wenn es da ist, findet man es vielleicht auch nicht, werden wir sehen. Bis dahin kann man nicht viel sagen, aber da muss die Science Fiction ran. Gibt es Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die auf der Suche sind, weil ich könnte mir vorstellen, Anfang der 70er Jahre ist mit Voyager 11 ist eine Scheibe geschickt worden, da ist ein Mann und eine Frau waren aufgezeichnet, ein paar Jahre später ist eine Schallplatte hinaufgeschossen worden, unter anderem mit Reden und Geräuschen, mit Bill Haley, der singt, Kurt Waldheim, der spricht, wie soll man denn das erstens einmal abhören, dechiffrieren, und wenn das irgendwann zurückkommt, fragt sich wahrscheinlich auf der Erde, gute Helmut Waldheim, oder? Ja, also das in dem Fall ist diese Voyager-Schallplatten und diese Pioneer-Botschaften, das darf man jetzt nicht als wirklich ernsthaften wissenschaftlichen Versuch mit Außerirdischen zu kommunizieren ansehen. Das waren im Wesentlichen, das war eigentlich eine PR-Aktion, also es war quasi, einerseits war es Carl Sagan hat das damals ins Leben gerufen. Es war im Wesentlichen ein Versuch, einfach mal das zu überlegen. Man fehlt es ihnen, die Bücher zu lesen, die Carl Sagan über die Voyager, diese Schallplatte geschrieben hat. Weil das allein die Frage, wenn ich tatsächlich einer außerirdischen Intelligenz zeigen will, was die Menschheit ist, und ich habe dafür nur 50 Bilder Platz und irgendwie kann 2 Stunden Audio aufnehmen. Also in den 50 Bildern und 2 Stunden, wie beschreibe ich unsere komplette Spezies? Wie mache ich das? Das ist schon mal eine sehr faszinierende Frage. Und vor allem, wie beschreibe ich so, dass es prinzipiell vielleicht sogar verstanden wird? Wie kommuniziere ich mit jemandem, der keinerlei kulturelle Bindung zur Erde hat? Welche Sprache nehme ich da? Also
eigentlich war dieses Projekt eher dazu gedacht, diese Fragen mal zu klären und natürlich PR zu generieren. Also das war jetzt nicht als Versuch gedacht, weil diese Raumsonden, die sind irgendwie, bis sie beim nächsten Stern auch nur in der Nähe vorbeifliegen, sind das irgendwie ein paar 10.000 Jahre. Also das darf man jetzt nicht, aber natürlich gibt es, es gibt diese Lausch-Angriffe, wo man halt irgendwie nach Botschaften sucht, probiert zu hören. Auch das kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Wir haben einmal tatsächlich auch eine Botschaft rausgeschickt. Das war auch so in den 70er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Die Arecibo-Botschaft, also haben wir auch so kodierte Informationen über die Menschheit, wir haben Radioteleskop ins All hinausgeschickt. Und wenn die jemand auffängt, dann weiß der Bescheid über uns. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir das machen können, können das andere auch machen und dann können wir das auch empfangen. Und dann kann man relativ leicht mit einem Teleskop den Himmel absuchen und schauen, ob man was empfängt. Das wird gemacht. Das ist jetzt auch durchaus okay, das zu machen, weil das ist jetzt bindet nicht viel Kosten und nicht viele Ressourcen, das kann man machen. Das Problem ist halt, es gibt halt wahnsinnig viel Himmel da draußen und man muss im richtigen Moment zur richtigen Zeit hinschauen. Und auch da wieder, wir dürfen uns Aliens nicht so, wenn wir uns überhaupt Aliens irgendwie vorstellen können, wir dürfen uns nicht vorstellen, wir denken immer, das sind die vergöttlichen ja diese Aliens irgendwie, das sind immer diese perfekten Zivilisationen, die alles toll machen, wo alles ist also Utopia oder halt die bösen Invasoren, eins von beiden. Aber wenn es das gibt, dann sind es wirklich auch nur Leute. Ja. Und wenn wir haben damals einmal so ein Ding ins All geschickt, ja, und seitdem nicht wieder, weil das kostet auch ein bisschen Geld und das wird dann wieder sich um Sachen, wenn wir müssten quasi regelmäßig ein dauerhaftes Programm ins All schicken, um eine Chance zu haben, gefunden zu werden. Und das kostet Geld, das wird nicht genehmigt. Also das gibt keiner Geld aus für sowas. Und warum soll es auf anderen Planeten nicht auch bei den Politikern gehen? Also das die haben, wie gesagt, für den Plötzlichen geben wir kein Geld aus. Dann haben wir vielleicht, wenn wir dann nicht genau in dem einen Moment hinschauen, wo die Botschaft kommt, dann verpassen wir es. Also die Suche kann man machen, die wird gemacht, aber die Chancen, dass sie erfolgreich sind, sind so enorm gering, dass man jetzt nicht unbedingt gespannt warten muss, dass da jetzt demnächst was passiert. Aber Sie wissen schon, dass es Verschwörungstheorien gibt, die sagen, wir sind schon entdeckt worden. Ja, also da gibt es jede Menge. Also es gibt auch Verschwörungstheorien, die sagen, dass sämtliche Politiker irgendwie schon Aliens sind, was man an den Spitzen auch erkennt, so Reptilien-Aliens und so. Also da gibt Verschwörungstheorien sind halt, da kann man wirklich, also natürlich gibt es, also es gibt auch Verschwörungstheorien, dass eben wir auch schon längst auf anderen Planeten geflogen sind und dort irgendwelche geheimen Phasen haben. Es gibt Verschwörungstheorien, die sagen, dass der Weltraum nicht existiert. Dass irgendwie alles, was alles paar 10 Kilometer über der Erdoberfläche quasi, da ist nichts, der Mond gibt es nicht, das ist nur eine Projektion von der NASA und so weiter. Also es gibt Verschwörungstheorien zu allem. Aber die Menschen sind gutgläubig, wenn man sich erinnert, nein, es war keiner der Anwesenden dabei, aber an das Hörspiel, das Orson Welles gemacht hat, der Krieg der Welten, wo die New Yorker wirklich geflüchtet sind und wo sie geglaubt haben, der Schrein kommt und das ist Realität und das war 1938 am Tag vor Halloween. Das war auch ein Mythos. Da weiß man auch, dass die Aufregung eigentlich der Mythos war. Genau. Also es ist eigentlich so nachher festgestellt worden, dass man, es war gar nicht die große Aufregung, das hat man zum Mythos gemacht eigentlich. Also eine Verschwörungstheorie, die eine Verschwörungstheorie. Wahnsinn. Also, da wird man in Österreich, glaube ich, auch Beispiele finden. Wer versäumt hat, den Skandal im Fernsehen zu sehen, was weiß ich, Mundl, ein echter Wiener, geht nicht unter, aber es ist am nächsten Tag geschimpft worden und dann haben sie es mit der Zeit die Leute angeschaut. Bitte schön. Gut. Jetzt bin ich nur einmal da. Zu der Verschwörungstheorie, ich war einmal ein kleiner Bub, das war, ist schon 70 Jahre her, und da kann ich mich erinnern, da hat es einen Gemeindesekretär gegeben, der hat die Sterne im Auge geschaut, einen Sterngucker haben sie genannt, ne? Und der hat auch mich geschnappt und wir eben 7 Jahre waren, die sind mir dann oft rausgegangen und hat versucht, mir Sternbilder zu erklären. Und der hat die Theorie vertreten, dass wir nicht auf der Erde leben, sondern in der Erde, dass das eine Hohlkugel ist und wir uns innen bewegen. Ja, ist natürlich auch vollkommener Blödsinn. Ja, da muss man denken und hat auch Druckwerke dazu gegeben. Gibt es heute noch? Ja, gibt es ja. Hohlwellen. Da ist das ja nichts mehr. Hohlerde, Flacherde gibt es alles. Scheibe. Gut, danke schön, das war's. Ja. Wir haben dann eigentlich Interesse, weil immer gesagt wird, die Erde ist eine Kugel. Das ist auch, was ich mir immer frage, diese flache Erde-Geschichte, die immer überraschenderweise immer populärer wird, dass immer viel mehr Menschen daran glauben, dass die Erde wirklich eine Scheibe ist. Aber ich hab mich da wirklich leider lange damit beschäftigen müssen, weil das auch oft gefragt wurde und was ich auch darüber geschrieben habe. Was ich nie herausgefunden habe, ist wirklich,
wer ein Interesse daran hat, diese Verschwörung, also was der Grund ist, warum man der Menschheit vorwachen muss, wir leben auf einer Kugel, obwohl es in Wahrheit eine Scheibe ist. Also das habe ich nicht verstanden. Und das, da muss ich noch recherchieren, was der Grund sein könnte, uns vorzutäuschen, dass die Erde die Kugel ist. Was da der Profit ist, das habe ich noch nicht verstanden. Ja, aber vielleicht ist es ganz einfach faszinierend auszuprobieren. Ich setze eine Geschichte in die Welt und schau, wie lange es braucht, ja, wie viele Menschen das teilen, auf Facebook drüber schreiben, wie viele Journalisten das glauben. Ich glaube, es macht Spaß, dagegen das zu sein. Macht, ja. Ja. Aber ich glaube, das wird man also trinken. Achso, es gibt kein Getränk mehr. Der Kollege Wiesenbauer verweist auf den immer wärmer werdenden Weißwein. Nein, der ist gut gekühlt hier. Also, letzter Aufruf, wie am Flughafen. Haben Sie noch Fragen? Bitte. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar, wie ich gelesen habe, entfernt sich der Mond ca. 4 cm pro Jahr von der Erde. Ja? Macht er. Ja. Warum war der Mond näher vor Millionen oder Milliarden Jahren und warum entfernt er sich? Er war deswegen näher, weil der Mond, also der ist vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden, als da war die Erde noch nicht ganz fertig, also da war die Erde, das war die Zeit, wo die Planeten erst entstanden sind im Sonnensystem. Und da gab es früher, da entstehen immer mehr Planeten, als nachher übrig bleiben. Weil dann bei der Planetenentstehung, da ist halt viel weniger Platz, da stoßen die Dinger zusammen und so weiter. Und die Erde ist damals bei der Entstehungszeit mit einem ungefähr Mars-großen anderen Protoplaneten zusammengestoßen. Und bei dieser Kollision ist quasi der Mond entstanden. Also der Mond, die Erde hat es gerade so überlebt, diesen Zusammenstoß. Und der Mond ist aus den Trümmern dieses Dings entstanden, das ist quasi in der Nähe der Erde gebildet. Und war halt wirklich sehr viel näher an der Erde dran. Und dann hat zwischen beiden, also es gibt die Gezeitenkraft, also zwischen zwei großen Massen wird immer eine Gezeitenkraft, die man halt bei uns durch eben Flut lernt. Aber die Erde übt auch eine Gezeitenkraft auf den Mond aus. Und wie jetzt im Detail alles erklärt, das ist natürlich halt mathematisch, physikalisch komplex, das müssen wir uns länger erklären. Aber diese Gezeitenkraft führt dazu, dass sich auch die Rotation verändert. Also der Mond durch seine Gezeitenkraft bremst die Rotation der Erde ab. Das heißt, die Erde hat früher ein paar Millisekunden schneller rotiert als heute. Also das wird, die Erde dreht sich immer langsamer. Und aus Gründen der Drehimpulserhaltung, also damit man sich alles ausgleichen muss, wenn quasi die Erde sich langsamer dreht, muss der Mond als Ausgleich ein Stück weiter weggehen. Und deswegen wandert der Mond diese 4 cm pro Jahr weiter, was man auch sehr gut durch diese Laserreflektoren messen kann, die Apollo hingebracht hat. Und er wird es nicht schaffen, zu verschwinden. Also das komplett entkommt, das wird so lange dauern, da ist die Sonne schon irgendwie hat die Sonne schon aufgehört zu leuchten und die Erde zerstört dabei. Also er bleibt bei uns. Kurze Zusatzfrage. Der Mond war ja früher nicht der Rotation gebunden, so wie jetzt. Das hat sich dann erst eingestellt, das hat sich ziemlich bald eingestellt, weil natürlich sobald der Mond da war, haben sich diese Gezeitenkräfte, quasi der Mond hat angefangen, die Erde abzubremsen, die Erde hat angefangen, den Mond abzubremsen, und weil die Erde halt viel größer ist, war die Kraft von der Erde auf den Mond auch viel größer, und sobald der Mond halt mal so lange gebremst war, dass diese Umlaufgeschwindigkeit um die Erde gleich war mit der Geschwindigkeit, die der Mond sich umdreht, da war das quasi synchronisiert und da hat es aufgehört. Aber das hat auch Zeit lang gedauert, weil ein paar Millionen Jahre wahrscheinlich, das kann ich nicht genau sagen, aber ein paar Millionen Jahre ist die Zeit und da hat es dann aufgehört. Die Erde wird immer noch gebremst. Also immer in ferner Zukunft wird es dann so sein, dass die Erde sich so langsam dreht, dass halt quasi vom Erde und Mond sich immer genau gegenüberstehen und immer gleich anschauen. Aber das dauert auch lange. Okay, kurze, also bitte, ja? Glauben Sie, so Programme wie SpaceX oder Virgin Aerospace haben Zukunft? Zukunft werden sicherlich haben. Das Problem ist, was die rausmachen. Man darf das Problem ist, dass diese privaten Raumfahrtsachen halt, die werden immer ein bisschen gehypt, was natürlich eine Firma halt auch immer Interesse hat. Die machen das ja einerseits schon ein bisschen was sie gerne machen wollen, aber natürlich ist es immer auch eine PR-Sache, das heißt, die haben schon Interesse daran, dass es gehypt wird. Das Problem ist, die Zukunft, sagen wir, sowas wie SpaceX gibt, solange der Herr Musk Lust hat, dafür Geld auszugeben, gibt er kein Geld mehr aus. Das ist was anderes als diese staatlichen Wissenschaftsstrukturen, die halt ein bisschen nachhaltiger sind. Also insofern, auch da müssen wir schauen, was er machen will. Also ich bin fest, also wenn, ich glaube, dass Elon Musk zum Mars fliegt mit seinem Ding, das schafft er nicht, das glaube ich nicht. Also das ist zu komplex, da wird ihm irgendwann das Geld ausgehen oder die Lust ausgehen. Also
diese privaten Programme sind wichtig, aber eher halt wirklich als neuer Geschäftszweig. Also auch jetzt schon, wir brauchen ja aus wirtschaftlichen Gründen ganz viele Satelliten im Weltall, Telekommunikation, Erdbeobachtung und so weiter. Und da ist die private Raumfahrt ein großer Geschäftszweig und der wird weiter wachsen. Also wirklich genauso wie es halt irgendwie private Logistikunternehmen gibt, wird es halt immer mehr private Raumfahrt-Logistikunternehmen geben. Aber wirklich diese großen Missionen, die großen Entdeckungen, glaube ich, das wird weiterhin nur ein kollaboratives Aufgabe sein und irgendwie durch Einzelpersonen kann ich mir nicht vorstellen, dass das eine große Zukunft in der Hinsicht hat. Eine Frage in der ersten Reihe. Dieses Thema der Umlaufzeit des Mondes mit der Umdrehung, der Eigenumdrehung, ist das eigentlich für alle Monde im Sonnensystem oder im ganzen Weltraum das gleiche? Das ist, weil dieses Ebbe-Flut-System müsste ja dann für den Saturnmond genauso gelten wie für unseren Erdmond. Das gilt bei allen natürlich. Es ist jetzt nicht nur, wir sind es gewohnt, die Ebbe- und Flutgezeiten im Mond in Verbindung zu bringen. Aber natürlich wirkt die Sonne genauso Gezeiten auf uns aus. Ein Drittel der Gezeitenkraft, die auf die Erde wirkt, kommt von der Sonne. Also immer wenn zwei Himmelskörper sich nahe sind, dann gibt es auch ganz viele Monde von den Jupitermonden und Saturnmonden, die sind auch genauso synchronisiert, also gebundene Rotation nennt man das. Wir kennen Planeten, die andere Sterne umkreisen, wo quasi dieser Effekt von zwischen Stern und Planet so stark ist, dass quasi der Planet dem Stern immer die gleiche Seite zeigt, weil da die Rotation synchronisiert ist. Und das findet man bei allen möglichen anderen Himmelskörpern genauso. Aber für Erde, für Mars, Saturn und so weiter ist das nicht der Fall. Bei der Sonne. Da müssen die wirklich sehr nah dran sein. Also, selbst der Merkur ist noch nicht nah genug dran. Wenn man den Merkur noch ein Stück weit ranrücken würde, dann wird er irgendwann mal so nah dran sein, dass der Effekt stark genug ist, dass er abgebremst wird. Jetzt habe ich wenigstens das Mikrofon, habe noch eine Frage. Diese Mars-Aktionen, die jetzt so populär sind, wie effektiv werden die wohl sein mal? Was glauben Sie? Wir wissen, der Mars ist genauso umweltfeindlich, wenn man drauf sitzt, wie der Mond. Schlimmer noch, Marsstürme und so weiter. Die lange Marsnacht, die Entfernung, alles. Ich meine, irgendwo ist das total schizophren, zu sagen, ich gehe zum Mars, dann gehe ich doch zum Mond. Ich meine, das hat genau denselben Effekt, nur einfacher, besser. Der Mars und der Mond ist der Mond. Also ich kann auch irgendwie sagen, wie es ist auch netter hier bei uns als in der Antarktis. Und trotzdem sind wir in der Antarktis und da leben dauerhaft Menschen, weil es da halt Dinge rauszufinden gibt, die es anderswo nicht rauszufinden gibt. Also deswegen, am Mond kann man Dinge rausfinden, am Mars kann man Dinge rausfinden, aber manche Dinge kann man halt nur am Mars rausfinden. Also insofern müssen wir schon auch zum Mars gehen. Aber natürlich ist es. Wir sollten am Mond anfangen und das mal lernen, bevor wir dann zum Mars hingehen. Aber das ist, ich glaube auch wirklich, wenn Mars und Mond, das wird alles so ablaufen, wie es jetzt am Südpol stattfindet oder so. Also dass da wirklich diese großen Städte und so, dass man ganze Planeten aussiedelt, das wird noch, wenn überhaupt, noch lange nicht passieren. Wenn, dann werden natürlich so kleine Forschungsstationen sein, die da halt besetzt werden. Alles andere ist komplett illusorisch mit der momentanen Technik und dem momentanen Ressourceneinsatz. Ja. Kleine Abschlussfrage an die drei Herren. Kurze Frage, kurze Antworten. Die letzten zwei Stunden haben gezeigt, dass das Interesse an der Erforschung des Weltraums, glaube ich, ungebrochen da ist, dass es vorhanden ist und dass man sich keine Sorgen machen muss um die Zukunft, nämlich Sorgen im Sinne von, das interessiert keinen. Oder? Es interessiert sehr viele Menschen und es wäre schön, wenn es natürlich noch mehr Menschen interessieren würde. Und es wäre am allerschönsten und am wichtigsten, wenn die Wissenschaft und die Leute, die dafür zuständig sind, Wissenschaft mit Geld auszustatten, das anerkennen würden und den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit geben, so vielen Menschen wie möglich von Wissenschaft zu erzählen. Weil dann irgendwer muss das Bedürfnis ja auch befriedigen, das da ist. Und in den momentanen Strukturen ist es für viele Leute in der Forschung schwer, das zu tun, weil es nicht honoriert wird. Und wenn das honoriert wird, dann sehe ich wirklich die Zukunft sehr positiv. Also ich finde es unglaublich wichtig, dass man eben sehr viel Mittel auch aufwendet, dass die Wissenschaft sozusagen populär erklärt wird. Weil wenn man die Leute mitnimmt bei diesen ganzen Themen, ich glaube, das ist ein Gewinn für alle. Einerseits wird die Arbeit der Wissenschaftler einfach ganz anders gewertet und andererseits ist es auch so, dass dann dieses Interesse auch wieder nicht abbrechen kann.
Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Austausch, diese Kommunikation ist einfach das, was ganz, ganz wichtig sein wird. Auch, dass es die Menschen verstehen. Und das macht zum Beispiel der Florian sehr gut mit den Science Busters. Ich denke, das sollte so weitergehen. Ja. Ich glaube, Forschung und Forschungsergebnisse zu präsentieren, ist auch eine der ureigensten Aufgaben eines Museums. Das ist nicht richtig. Ja. Ich meine, wir haben jetzt noch keine Sammlung angelegt in diesen Themen, aber wer weiß. Spätestens, wenn wir in 100 Jahren von einem anderen Planeten sein werden, wird es ein Thema sein. Ich denke mal, Raumforschung und Astronomie ist immer auch zugleich die Erforschung der Erde und die Erforschung der Menschen. Also es hat immer auch mit uns zu tun. Und ich meine, das war sozusagen immer in der Astronomie und auch in der Astrologie so. Und in der Raumfahrt ist es genauso und das wird auch so bleiben. Also insofern glaube ich, das wird es weitergeben. Ja. Sozusagen den Mond auch als Projektionsfläche, aber letztlich auch als Spiegel für das, was wir selber sind. Und es gibt ja auch tolle Romane, die immer davon ausgehen, da gibt es welche oben, die uns beobachten, und also dieser Blick sozusagen auf die Erde vom Mond aus. Diese berühmte Geschichte mit dem Bild, nicht diese heikle, diese fragile Kugel im einsamen Weltraum, aber es gibt ja auch viele andere Geschichten. Also ich glaube, der bleibt uns sozusagen als Spiegel unseres Selbst auch erhalten. Danke, Herr Rapp, danke, Herr Freistetter, danke, Herr Brunsenbauer. Mir bleibt jetzt am Ende dieser sehr spannenden Veranstaltung nur noch ein bisschen Zeit für Hinweise. Nein, ich ordne sie nicht vom Datum her. Der Herr Freistetter tritt mit den Science Busters auf mit dem Titel The Eagle Has Landed am 14. Juni in Wien und am 15. Juni in Linz. Der Herr Freistetter ist auch zu Gast bei dir im Karikaturmuseum in Krems am 28. April. Das ist ein Sonntagvormittag, sehr gemütlich. Kunst und Kipferl heißt dieses Format. Und hier im Haus der Geschichte bzw. im Museum Niederösterreich gibt es am 9. April in der neuen Naturschiene eine Diskussion zum Thema der böse, böse Wolf. Nein, böse ist gestrichen, der Wolf, aber er wird natürlich immer wieder als böse beschrieben. Und am 21. Mai gibt es wieder einen Geschichteschwerpunkt. Anlass ist die neue Sonderausstellung zum Thema Jugend. Da werden hier am Podium sitzen Christian Rapp, Peter Rapp und Ivona Tadic. Da geht es um meine Jugend, deine Jugend. Es gibt noch die Möglichkeit Brot und Wein. Die Referenten bleiben hier, beantworten alle Fragen. Ich glaube, es gibt auch zwei Herren, die wirklich also sehr firm sind. Vielleicht wollen die über die Dissertation oder sonst etwas reden. Alles ist erlaubt. Danke fürs Kommen, gute Heimfahrt, schönen Abend noch.